So, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Freitagmorgen, der vertreibt Kummer und Sorgen. Willkommen hier auf Let's Chill. Endlich wieder nach Montag und Dienstag geht's jetzt Freitag hier weiter mit der PlayStation 4 Pro-Version vom guten alten oder auch neuen Farming Simulator 19 hier auf der Map Obergräbach. Es ist 14:48 Uhr. Kaffee ist wahrscheinlich am Start. Und ich darf euch alle hier recht herzlich begrüßen. Dann sag ich direkt mal Hallo Unit Schlumpf, Hallo Xerox Nike und alle anderen da draußen, die vielleicht jetzt noch nicht dazukommen, aber hoffentlich bald dazukommen. Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, guten Morgen ist eigentlich fast schon fehl am Platz. Guten Vormittag, denn kurz nach 11:30 Uhr deutsche Ortszeit, ja, etwas später heute. Ihr wisst, diese Woche hatte ich etwas mehr Zeit und ja. Dadurch kommt sowas halt schon mal zustande, aber lasst uns nicht lange um den heißen Brei reden. Wir haben jede Menge Arbeit zu tun hier und da wollen wir jetzt auch mit anfangen. Und natürlich habe ich wieder grob den Überblick verloren, deswegen drehen wir erstmal eine kleine Platzrunde. Ja, wie geht's euch denn, Xerox und Nike? Alles klar bei euch? Freut mich, dass ihr direkt eingeschaltet habt und hoffen wir, bei euch auf der Farm sieht's ähnlich gut aus. Und ich hoffe auch mal, man hört mich nicht, dass wieder mein Mikrofon ausgeschalten ist, wie beim vorletzten Mal, wo ich dann erstmal eine halbe Stunde labern durfte, um festzustellen, mich hört ja gar keiner. Wollen wir einfach mal hoffen, dass das heute hier anders läuft. Sound habe ich schon mal, das ist gut, aber ob das Mikrofon funktioniert, tja, man weiß es nicht. Hey, wenn das nicht der einzig wahre Henrik ist. Grüß dich, Henrik. Ja, das ist ja wunderbar. Diesmal also nicht mehr in der Schule, sondern schon auf dem Weg ins Wochenende. Das freut mich. Ich hoffe, du hattest einen schönen Schultag, freust dich, dass Freitag ist, freust dich aufs Wochenende und auch sonst hoffe ich sehr, dass es dir gut geht, mein lieber Henrik. So, wie sieht's hier aus? Und ich hoffe, man hört mich. Wäre super, wenn einer mal kurz schreiben könnte, dass man mich hört. Aber ich denke schon, sonst hätte sich bestimmt schon jemand beschwert, weil ich ja immer so viel am Quasseln bin. Okay, ein Feld muss hier gepflügt werden, noch ein Feld muss gepflügt werden oder gegrubbert werden oder gekalkt werden oder beides. Und da hinten sieht es auch nicht anders aus. Jetzt kommen die Erinnerungen langsam wieder. Wir haben alle Felder platt gemacht. Wir haben ganz gut Geld verdient mit Heuballen. Nee, Entschuldigung, mit Strohballen natürlich. Und ja, haben den Schweinen Kartoffeln gegeben, wo wir gerade von den guten Schweinen reden. Wie sieht es eigentlich bei den Schweinen aus? So, erstmal hier. Kartoffeln. Ja, die haben ordentlich, also wir haben alles gegeben, aber ihr seht, Kartoffeln könnt ihr auch noch gebrauchen. Und oh je, heute müssen wir uns wieder hart um die Tiere kümmern. So, dann schaue ich mal in den Chat rein. Okay, wir sehen uns gleich, Henrik. Danke, dass du sagst, dass man mich hört. Ja, schön, wir hören uns. Da trinke ich doch mein erstes Schlückchen Kaffee auf dich, mein Bester. Also zum Wohl. Ja, köstlich, köstlich. Wobei der ist schon wieder einen Tick zu lauwarm, wenn ich ehrlich sein soll. Da habe ich wieder zu lange gelabert. Beziehungsweise ich habe mir wohl zu früh gemacht, bevor ich hier auf Sendung gegangen bin. Okay, Leute, was machen wir? Ja. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal den stärksten Traktor. Und dann grubern wir hier wie die Waldmeister und pflügen wie die Superstars. Und ach ja, Kalk brauchen wir auch. Ne, wir fangen mit Kalk an. Ist ja klar. Kalk braucht auch einen Superstar, weil ich ja gerade davon gesprochen habe, dass wir hier wie die Weltmeister rumgrubern und pflügen. Ja, das war wieder ein krasser Rhyme hier am Morgen. Ach, was sage ich am Morgen? Boah, ich muss mich selber erstmal dran gewöhnen, dass es nicht 8:30 Uhr ist, nein, es ist 11:30 Uhr quasi. Und ja, das ist wunderbar, ist das. Ja, ich hab's gesehen, Unit Schlumpf, dass du hart am GTA spielen warst, irgend so ein neuer Heist, den du gemacht hast. Ja, danke, mir geht's auch gut. Also ich bin heute etwas später auf Sendung. Ich habe nämlich gestern Nacht, also gestern Abend, also ich habe mir gestern gesagt, ich habe mir gestern beim Stream American Truck Simulator, habe ich ja schon gesagt, was ich mir für heute vorgenommen habe. Oh, wir haben kein Kalk mehr. Direkt eine Runde gedreht. Und zwar war das gestern nach ATS, Mittagessen. Und dann Train Simulator auspacken und lernen, was ich getan habe. Da gibt es auch auf
Also ich rede jetzt vor dem SimTrail-Channel, liebe Zuschauer, nur damit sich hier keiner wundert. Und dann habe ich auch schon das erste Video von der ersten Mission im Train Simulator auf meinen SimTrail-YouTube-Kanal hochgeladen. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, falls euch die Eisenbahn nicht zu langweilig ist. Und Moment mal, haben wir schon wieder das ganze Kalk verbraucht? Oh. Ja, und danach habe ich gesagt, mache ich auf jeden Fall noch einen Flug. Und da wir gestern nach Denver gefahren sind mit dem im American Truck Simulator, ach, nach Denver. Also wir sind gestern nach Colorado gefahren im American Truck Simulator. Und da wiederum haben wir die erste Lieferung direkt an den Denver Airport geliefert. Und da ich ja großer Flugfan bin, war ich da richtig begeistert und habe gesagt, ey, ich guck mal, dass es den auch für einen Flugsimulator gibt, beispielsweise für X-Plane. Verdammt, wir haben schon wieder keinen Kalk mehr. Ach Mann. Und dann kaufe ich mir den und dann werde ich da auch reinfliegen. Tja, und siehe da, das habe ich gestern gemacht. Und da ich kaum Flughäfen in den USA habe, habe ich mir dann noch einen anderen gekauft. Dallas. Und bin dann von Dallas 2,5 Stunden Flug mit Cargo in einer 737 für Southwest Cargo geflogen und bin dann da gelandet. Allerdings hat das erstmal wieder technische Probleme gegeben, weil erstens mein PC ist ein bisschen in die Jahre gekommen und zweitens gab es jetzt für X-Plane eine Menge Updates und ja, da hatte ich erstmal richtig Probleme. Und musste dann noch zwei, dreimal das Spiel neu laden, hatte lange Wartezeiten und auf jeden Fall ist die Zeit ins Land gestrichen. Ich habe erst kurz nach Mitternacht den Flug dann erfolgreich, so wie ich es haben wollte, begonnen und bin dann bis irgendwie 3:30 dann noch hingeflogen, habe das Ding gelandet, habe den Landeanflug auch aufgenommen, wird auch auf SimTray hochgeladen. Ja, und bin dann da über den Flughafen in Denver gerollt und habe dann meine Parkposition gefunden, habe mir gedacht, ja, sowohl Dallas als auch Denver richtig schön. Und habe den Flug dann beendet und ja, deswegen etwas länger geschlafen und deswegen etwas später heute. Aber ja, ich habe ja auch die Woche Zeit und ja, theoretisch hätte ich auch die ein oder andere Folge noch mittags oder abends drehen können, aber ich hatte halt auch noch andere Projekte und Sachen, die ich machen wollte. Und so ist das auf jeden Fall. Und ja, auch für heute habe ich wieder viel geplant. Ich werde heute auf jeden Fall noch einen Flug machen im X-Plane. Dann mache ich vielleicht noch einen Flug im Microsoft Flight Simulator. Und dann will ich mir auf jeden Fall die Season 1 und Season 2 im SnowRunner holen. Die hießen komischerweise vorher, vor ein paar Tagen oder Woche oder so, hießen die noch Phase 1 und Phase 2. Jetzt plötzlich haben sie es umbenannt in Season 1 und Season 2. Etwas verwirrend, aber müsste eigentlich trotzdem dasselbe sein. Oh, der gute Fendt hier muss erstmal repariert werden. Auf jeden Fall sind die nicht so teuer und jetzt durch Black Friday auch nochmal ein paar Euro billiger geworden. Die werde ich mal so holen. Und dann steige ich heute Mittag auf jeden Fall auch wieder in den SnowRunner ein. Ja, so ist das. So, jetzt muss aber erstmal den guten hier, na, meine Lieben hier, jetzt muss er erstmal den Fendt reparieren. Der ist ja der. Oje, der ist ja. Ist ja sowas von am Ende hier. So, ja, hole ich mal unser Werkzeug raus. Und dann reparieren wir mal. Oh ja, das geht ins Geld. So. Vorsichtig anmachen. Mal schauen, was der gute Unit-Schlumpf da noch schreibt. Okay, Unit-Schlumpf, danke. Danke für deine beruhigenden Worte. Und freut mich, dass du heute Mittag auch wieder farmen bist. So muss es sein. Ich habe mir vor ein paar Tagen so ein Video, also mir wurde so ein Video empfohlen auf YouTube von Farming Simulator, wie einer im Timescale oder wie die das nennen, auf Sandy Bay spielt. Die Map habe ich auch schon ein, zwei Mal irgendwo gelesen, den Namen. Auf jeden Fall sah das in dem YouTube-Video richtig gut aus. Ich hätte ja auch Bock, nochmal irgendwann einen Spieler zu erstellen, der auf Sandy Bay tätig ist. Vielleicht kennt ja jemand von euch die Map und kann mal sagen, wie er die so findet. In dem Video sah sie auf jeden Fall nach meinem Geschmack aus und könnte gut sein, dass die nach meinem Geschmack ist. So, da links die Eierpaletten, ihr habt es gesehen, die
bedürfen auch mal Aufmerksamkeit. Es bedarf auch mal etwas Aufmerksamkeit für die Paletten so rum. So. Schön hier den Bond-Blinker ausgepackt. Ja, den guten Bond habe ich die Woche, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Ich hoffe, bei ihm ist alles gut. Liebe Grüße an dich, Bond, falls du irgendwo da draußen rumlurkst. So, jetzt gewöhne ich mir auch langsam die Twitch-Sprache an, rumlurken. So, rechts geblinkt, wunderbar. So, links frei. Rechts wird hoffentlich frei. Naja. Naja. Oh, hallo. Oh, Ifurita. Einen schönen guten Tag. Vielen Dank für dein Resub. Ich grüße dich, bedanke mich tausend und eine Nacht darüber und kann nur sagen, vielen, vielen Dank, danke und nochmals danke für deinen megamäßigen, übertrieben, krass guten Support. Ich freue mich sehr und bedanke mich noch mehr. Oh yeah, also vielen Dank, schönen guten Morgen und schon mal schönes Wochenende voraus und danke für die Unterstützung. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. Das freut mich. Vielen Dank. Thank you. So, dann fahren wir hier rein. So, ich sehe gerade, meine Kaffeetasse steht ein bisschen im Weg. Ich sehe den Chat gar nicht. Da müssen wir uns natürlich drum kümmern, indem wir noch einen Schluck trinken. So, Mission accomplished. Okay, was sagt der junge Schlumpf? Dir gefällt sie nicht so, okay. Ah, Matthias, ich verstehe. Ich kenne auch jemanden, der Matthias heißt. Nadja ist auch ein schöner Name. Ja, auf jeden Fall danke nochmal und na, Iforida, was gibt's Neues? Von der Farm oder den Farmen, muss man ja bei dir mittlerweile auch schon sagen. Ich nehme ja mal an, du bist nach wie vor auch auf Ravenport mit der Tierzucht unterwegs, aber halt seit neuestem natürlich auch auf Elendgrad, das ja kein Geheimnis ist. Ach, habe ich euch schon mal gesagt, dass ich mich auf Elendgrad am Wochenende freue? Ja, so ist es. Mann, 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 wenn ich dann bald wieder weniger Zeit habe, das wird schmerzhaft, weil ich genieße es. Ich kann halt gerade offstream diese ganzen Projekte in Angriff nehmen, für die ich nun mal keine Zeit habe. Also ihr habt es ja gesehen, es kam einiges an YouTube-Videos raus und Arma 3 zum Beispiel auch. Das ist auch sowas. Falls sich da einer die Mühe gemacht hat, hier auf Let's Play die Arma 3 Videos zu sehen. In dem einen Video habe ich ja mit jemandem zusammengespielt, mit Katze 1 HD. Ist auch hier auf Twitch, könnt ihr euch auch mal reinziehen. Der macht aber nur Arma und RimWorld im Moment. Der hat mich gestern auch nochmal spät, ja nachts kann man schon sagen, angeschrieben. Dass er sich schon voll drauf freut, ne meine nächste Mission in Arma mit mir zu spielen. Da muss ich heute Abend auch nochmal irgendwie Zeit finden, um an der nächsten Mission rumzuprogrammieren. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass es ihm so einen Spaß gemacht hat. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und eigentlich würde ich auch Arma dann gerne dauerhaft mit ihm und wer halt Bock auf Koop hat und so spielen. Tja, mal schauen. Oh. So, erstmal hier den Dings richtig hinstellen. Ob das, wie wir das machen. Ja, und wie gesagt, SnowRunner halt. Also ich bin so heiß drauf heute. Mann, 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 ich wollte ja eigentlich gar nicht so viel Geld liegen lassen. Aber jetzt, muss man sagen, habe ich doch schon wieder etwas in Games investiert. Das DLC für den Train Simulator. Dann Colorado für den ATS. Jetzt die zwei Flughäfen für X-Plane. Die sind natürlich super, aber kosten halt auch Geld und mal mehr, mal weniger. Ja, jetzt noch SnowRunner. Ja, und dann habe ich natürlich noch ein paar Pläne, was man sich noch so holen könnte. Aber egal, ich mache es ja gerne, ich habe Lust drauf. Das Problem ist dann halt wieder nur die Zeit, wie so oft. Ja, auf jeden Fall schön ist es. Mit dem Julian. Welchen Julian meinst du denn, Unit Schlumpf? Ha, einen halben Kaffee, warum keinen ganzen, Iforita? Finde ich aber gut, dass du beim LS entspannst. So geht's mir natürlich auch.
Ach, der. Ja, was soll mit dem sein, Unit Schlumpf? Also, er wollte mich in der PlayStation adden. Ich habe ihm meinen Namen geschrieben. Hat mich aber noch nicht geaddet. Mal schauen. Vielleicht schaut er ja heute noch mal rein. Vielleicht ist er auch gerade selbst am Zocken. Wer weiß. So, die Sonne scheint hier. So muss es auch sein. Und wie die Sonne scheint. Ach ja, natürlich auch Bussimulator. Gibt es ja auch noch einiges zu holen. Für den Fernbussimulator gibt es ja schon einige DLCs. Für den Bussimulator 18 und 16 gibt es auch schon einige. Glaube ich ja doch. Gibt es zumindest ein paar DLCs. Oh, und den Bussimulator, den Tourist-Bussimulator. Und dann habe ich sogar ernsthaft nochmal überlegt, ob ich nicht doch mit OMSI wieder anfange, also OMSI 2. Aber wie gesagt, das ist halt einfach technisch veraltet und da wird nichts mehr gemacht. Also technisch veraltet, ich meine jetzt, das läuft einfach nicht stabil. Nach einer gewissen Zeit läuft da immer der Speicher über und dann setzen die Texturen aus, dann fängt es an zu ruckeln und irgendwann stürzt es dann auch ab. Das ist halt eigentlich, nicht tragbar. Da muss man auf den Nachfolger warten, auf Lotus. Ach, da wollte ich ja auch mal auf Steam gucken, wie weit die sind. Den gibt es ja mittlerweile im Early Access, aber ich supporte keinen Early Access mehr. Und ich denke auch, dass es noch lange dauert, bis das aus dem Early Access kommt. Naja, wir haben ja auch so alle Hände voll zu tun, gibt ja genug andere Bussimulatoren. So ist es ja nicht. Ja, schauen wir mal, Unit Schlumpf, vielleicht schaut er noch rein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Oh. Noch ein Stückchen hoch, genau so. Schön über die Ladekante, die nicht vorhanden ist, drüber, also schön hier auf den Tisch drauf. Auf die Ladefläche könnte man auch einfach sagen. Oh, aber man muss auch runterfahren hier wieder. Ah, da klebt er wieder, da klebt er wieder dran. Na. So ein wilder Racker hier. Da ist nichts zu machen. Tja, okay, ich sehe schon. Das habe ich etwas ver... Verstaplert hier. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme hier also auch nicht mehr raus. Egal wie ich es anstelle. Fühlt sich so an. Ja, doch jetzt. Er hat Gnade. Gnade mit mir, dieser nette Big Bag. Ist das überhaupt ein Big Bag? Ja. Doch ist es. Steht ja auch im Shop in der Beschreibung dabei. Verdammt, was kann man? Verdammt, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Ich sag wieder was anderes. Verdammt, was habe ich denn nochmal eben gesagt, was man kann und was man macht? Ich bin noch nicht voll bei der Sache. Ach so, genau, Ladefläche, danke. Ja, also ich weiß, dass man halt zum Beispiel bei diesem... Es gibt ja diesen Wagen, da kann man Quaderballen, die auf dem Feld liegen, aufladen. Und dann später kann man die ja von dem Ladewagen, nenne ich ihn jetzt mal, runter tun. Und das Ding, das sich dann bewegt, wo die drauf liegen, das nennt man Tisch. Und deswegen dachte ich, vielleicht nennt man das bei ganz normalen Anhängern auch Tisch.
Aber vielleicht nennt man das auch nur Tisch. Da, wo die Ladefläche bewegbar ist, kann ja auch sein. Warum auch immer. Bei einem echten Tisch wird man ja auch nicht unbedingt in die Ladefläche, also da, wo man sein Essen draufstellt, das ist ja eigentlich auch nicht bewegbar, wozu auch. Also könnte ich mir vorstellen, die Chancen, dass hier die Ladefläche auch Tisch genannt wird oder Pritsche, stehen gar nicht schlecht. Aber naja, manchmal muss nicht immer 1 und 1, 2 sein. Das heißt ja zum Beispiel auch, wo wir gerade schon dabei sind, eigentlich heißt es ja nicht Unterlegkeil, sondern wie heißt's? Ich weiß es. Hat mir mein Werkstattmeister gesagt, das nennt man Hemmschuh. Sehr oldschool Deutsch. Hemmschuh. Also merkt euch das, das ist ein Hemmschuh, kein Unterlegkeil. Ja gut, genauso wie es halt Schraubendreher heißt. Oh, die Iforita wieder mit ihrem Fachwissen am Start. Das war ja klar. Ja, genauso wie es halt Schraubendreher heißt, nicht Schraubenzieher, muss man sich auch erstmal angewöhnen. Und ich bin mir sicher, bei, gut, was heißt, ich bin mir sicher, da weiß ich es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch nicht Gabel heißt in der Fachsprache, sondern irgendwie anders. Bei einem Radlader heißt ja zum Beispiel die Schaufel auch Löffel. Das weiß ich durch den Construction Simulator, den wir einmal gespielt haben. Vielleicht erinnert ihr euch, das war glaube ich auch auf SimChay. Ja, logisch, das war auf SimChay. Ja, den würde ich hier eigentlich auch mal wieder auspacken, nur nicht wieder so lange. Also, wobei doch, wenn dann, wenn schon, denn schon. Oder ich mache halt ein paar YouTube-Folgen, dann kann ich auch mal kurz spielen. Ja. Da waren ja tatsächlich ein paar Leute, die sind ja dann nur wegen dem Construction Simulator damals auf den Stream gekommen, ich erinnere mich. Und die waren ganz begeistert, dass es noch einen gibt, der das spielt. Das hat mich natürlich sehr gefreut und ich war positiv überrascht. Weil ich gucke mir halt manchmal auch Spiele an, wo ich mir denke, die würde ich gerne streamen. Ob die überhaupt auf Twitch jemand streamt und dementsprechend gucken. Da sind halt oft Spiele dabei, die spielt keiner mehr. Oder halt sehr wenig. Also, aber ja, kommt natürlich auch drauf an. Ich gucke dann halt meistens morgens nach. Klar, morgens unter der Woche ist da halt nicht viel. Am Wochenende ist dann vielleicht mehr los, keine Ahnung. Aber ja, ich wurde da schon des Öfteren positiv überrascht, auch beim Fernbus-Simulator. Ihr erinnert euch, den haben wir auch mal einmal oder zweimal samstags abends gespielt und ich war der Einzige und ich dachte, da geht gar nichts. Und da haben wir dann auch den Mirko GT kennengelernt. Komischerweise, was hat der eigentlich mit dem Fernbus-Simulator zu tun? Aber ich bin mir ziemlich sicher, der ist durch den Fernbus-Simulator hier zu uns gekommen, also auf SimChay. Ich weiß gar nicht, ob er hier auch auf Let'sChay am Start ist. Doch manchmal ist er hier auch am Start. Oh Mann, ist das Ding dreckig. Ja, man weiß nie, wie es kommt. Und The Forest ist ja auch so ein Wunsch. Den haben sich jetzt schon ein, zwei Leute über mehrere Wochen gewünscht. Und bei The Forest habe ich natürlich auch immer mal geguckt. Da ist auch nicht so viel los. Aber ich sehe schon am Wochenende auf jeden Fall mehr. Und ja, man hat mir ja auch schon gesagt, ich soll mich nicht so nach anderen richten. Wenn ich so viel Gedanken mache, mache ich auch nicht. Ich spiele dann einfach. Und auch The Forest kommt irgendwann und wir spielen auch irgendwann mal wieder den Fernbus-Simulator und den Construction-Simulator. Wenn es halt zeitlich für den Stream nicht reicht, so eine kleine 25 bis 45 Minuten Folge für YouTube ist immer drin, sag ich mal. Kann man sich ja auch angucken. Ist natürlich was anderes als live, aber gibt ja auch Leute, die gucken lieber YouTube-Videos. Man mag es kaum glauben. Oh nein, jetzt habe ich mich wieder hier hart verklickt. Beziehungsweise ich gebe jetzt einfach mal dem PlayStation 4 Controller die Schuld. So, hier rechts. Ja, das schaffen wir noch. So, der kann mal vom Gas gehen, der Werte her. So, das ist ja ein relativ, boah, kleiner Anhänger. Da können wir hier auch mal sportlich die Kurve nehmen. Das war zwar ein Tick zu sportlich, aber ja, hat ja nochmal geklappt. So, das machen wir aber nicht nochmal. Das war mir zu sportlich. Das hätte auch schief gehen können. Ich bin ja gestern noch, ich habe ja noch so ein Trauma vom ATS, zweimal diese KI-Aussetzer gestern. Das bin ich so eigentlich gar nicht mehr gewöhnt. Ich glaube, dass die Colorado, die Map, wo wir unterwegs waren, noch nicht fein geschliffen haben, dass da die AI teilweise noch ein paar Probleme hat. Sah auf jeden Fall lustig aus. Teilweise. Da ist die Ampel grün und die bleiben einfach stehen und so Sachen. Aber okay, no problem, wir haben es ja geschafft. War auch eine geile Folge, freue mich schon auf die nächste. Ich muss sagen, das ist sehr angenehm mit dem
Gamepad-ETS und ATS zu spielen. Das geht besser, als ich dachte. Wie es dann mit Double Trailers aussieht beim Rangieren, keine Ahnung, muss man ausprobieren. Aber ich denke mir, wenn es im Farming Simulator geht, da rangieren wir ja teilweise sogar zwei Drehschemel hintereinander rückwärts im Gamepad, dann geht das bestimmt auch im ATS. So, und ja, der Flug gestern, um nochmal auf X-Plane 11 zurückzukommen, von Dallas nach Denver. iChow-Code, KDFW und KDEN, falls jemand interessiert. So, jetzt auch noch ein bisschen einen auf Klugscheißer gemacht, als ob ich hier voll die Ahnung vom Fliegen hätte. Ja, da habe ich dann, wollte ich ursprünglich auch wieder mit dem Gamepad fliegen, weil ich ja gerade, wie ich immer so schön sage, auf meinem Gamepad-Trip bin. Aber, nachdem ich dann wieder technische Probleme hatte hier und da, habe ich dann irgendwie Bock gekriegt, auf mein cooles Hotas zurückzugreifen, also quasi mein Joystick und Schubregler. Und bin dann den Flug mit Joystick geflogen. Ich habe es nicht bereut. Es war schon sehr smooth und hat Bock gemacht. Deswegen denke ich, werde ich jetzt wieder auf jeden Fall den X-Plane mit Joystick spielen. Und wie gesagt, ich habe ja heute auch mir vorgenommen, Microsoft Flight Simulator nochmal eine Runde zu fliegen. Da werde ich dann auch nochmal den Joystick mit raushauen. Aber ich finde allgemein, der Microsoft Flight Simulator, was die Flugphysik angeht und so, ist das noch nicht das Gelbe vom Ei. Also es fühlt sich nicht so detailliert und real an wie beim X-Plane, aber sie arbeiten dran. Also man kann auch in Microsoft Spaß haben, aber alleine schon die Tatsache, dass man keine Replay-Funktion hat, ist halt schon absolutes No-Go. Da weißt du nie so genau, hast du jetzt gut gelandet, sah das gut realistisch aus. So, füllen wir erstmal um und den Rest ins Lager. Naja, auf jeden Fall werde ich heute dann auch mal den Microsoft Flight Simulator nochmal mit meinem Rotas Joystick-System hier spielen und boah, dann mach ich nochmal zwei schöne Videos und dann kommt ja auch der gute alte SnowRunner dran. Da muss ich dem Dark Typhoon auch mal schreiben. Vielleicht hat er ja sogar Zeit und Lust und oder beides. Und was, wisst ihr, was auch noch lustig ist? Das Original Spin Tires. Oh, wo wollen wir denn hin? Ich hab gar kein Gas gegeben. Selbst das kriegt noch Updates. Ich habe gestern gelesen, das uralte Spin Tires hat ein neues DLC, China DLC. Also irgendwie habe ich auch Bock auf das noch zu zocken. Genauso wie dieses Spin Tires Mud Runner USA. Also, boah, krass, hey, wie soll ich das alles machen? Aber ich mach's. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue, genau wie Gargamel, der die Schlümpfe jagt, so werde ich auch das tun. So, jetzt gucken wir mal kurz in den Chat rein. Da hat ja doch schon die eine oder andere Nachricht noch das Licht der Welt erblickt. Sephoris holt sie vielleicht auch, das Cool-Unit-Schlumpf. Lumberjack-Simulator, kannst du den empfehlen, Iforita? Den kenne ich noch gar nicht. tatsächlich, den kenne ich gar nicht. Ist der gut? Forest für einen Zehner kann man machen. Auf jeden Fall. Ich überlege ja nur, Unit Schlumpf hole ich mir Forest für PlayStation oder PC. Ich weiß nicht, ob es da große Unterschiede gibt. Ich hätte ja schon Bock auf PlayStation, damit ich auch die PlayStation, wie ich immer so schön sage, richtig fordere, damit die ihr Geld einspielt. Und weil es halt dieses schöne Konsolenflair hat. Oh, gut, Iforita hat nicht so Bock auf The Forest. Das ist natürlich schade. Oh, okay, eine gute Story hat The Forest. Das ist natürlich jetzt direkt mein Pluspunkt. Ich, der ja Wert auf Story und Logik legt und so. Ja, okay. Okay. Und nochmal okay, weil es so schön ist. Tja, vielleicht bin ich wieder so verrückt und hole mir The Forest direkt heute auch noch. ja, und der Lumberjack-Dingsbums kann man empfehlen, oder was? So, ich sehe schon, hier kommt der ganze Kalk rein. Wir müssen, glaube ich, gar nichts mehr ins Hochregal einlagern, wo ja ohnehin nicht gerade viel Platz ist. Ach, ich glaube, wir haben in der letzten Folge gar keinen Kalk gekauft, sondern Weizen, so rum. Ja, weil ich wundere mich, dass der Kalk schon wieder leer ist. Oh, was ist denn hier los? Okay, das darf auch nicht mehr passieren. Gut zu wissen, wieder was gelernt. Tatsächlich, kenne ich jemanden, dem das in echt auch mal passiert ist. Und zwar hatte der einen Zentralachsanhänger, der war auch voll und der hat den abgekoppelt und dann hat er auch
original, wie eben gerade, hat er hinten bumm aufgesetzt und ich dachte mir krass. Und er hat so gesagt, ja, ist nicht schlimm. Kann sein, dass, also was er auch nicht glaubt, aber kann sein, dass vielleicht das Licht einen Wackelkontakt hat oder so jetzt. Aber da war gar nichts. Dann sind die mit dem Stapler gekommen und haben hier runtergedrückt. Und ja, dann haben die hinten, die hatten hier so eine Stütze zum Ausklappen, haben die runtergemacht. Dann Stapler weg, dann stand er gerade da und dann hat er einfach vorne angekoppelt und dann haben die das irgendwann irgendwie umgeladen oder so und dann war es gut. Aber finde ich ja geil, dass das hier jetzt auch so ist. Also ich sag ja immer wieder, die Physik-Engine und so, die beeindruckt mich vom Farming Simulator, weil die kann so viel. Man kann Stapler fahren, man kann Traktor fahren, LKW fahren, man kann mehrere Anhänger fahren, Startdeichsel, Drehschemel, Nachlaufachse, Lenkachse, also brutal, geht schon. So, okay. Da würde ich sagen, der Kalk ist da, wo er hingehört. Und das nächste Mal, wenn wir hier, ja, wenn wir hier direkt laden, lassen wir angekoppelt, damit hier nicht der Anhänger nach hinten wegkippen kann. Okay. Tja, nobody is perfect. Wie gesagt, hat leicht aufgesetzt, macht nichts. Im Normalfall. Und in unserem Fall erst recht nicht. So, oh, jetzt habe ich meine Kaffeetasse wieder so richtig blöd eingestellt. Moment. Ja, Iforita, das habe ich mir fast gedacht, dass das Forstwirtschaft ist. Ja, und kann man da auch Fahrzeuge fahren oder läuft man da mit einer Axt rum und muss die ganze Zeit klicken und dann hackt er die Axt rein oder wie? Okay, ich gucke mir einfach mal ein Video an. Wenn du sagst, dir gefällt's, dann habe ich der Hoffnung, dass mir das auch gefällt. Und wenn du jetzt auch noch sagst, man kann Fahrzeuge fahren und auch rangieren, ja, dann bin ich dabei. Halt Döner Fakes, grüß dich. Danke für dein Follow. Willkommen auf Let's Jay Boom Baby an dich und deine Freunde, mein Freund. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. So, Kalkmaschine on. Und volle Power voraus. Volle Bauer Power. Hi Dinnerfake, grüß dich. Dann sage ich nochmal Danke an dich persönlich hier über den Chat für dein Follow. Und ja, wünsche dir einen schönen Freitag. Hoffe, dir geht's gut. Und frag einfach mal, was treibst du Schönes? Bist du auch gerade am Zockern? Mann, ich denke die ganze Zeit, es ist nicht mal 10 Uhr, aber es ist schon etwas später. Es tut auch mal ganz gut, so fast ausgeschlafen hier einfach aufzustehen und dann direkt auf Sendung zu gehen und zu wissen, man hat noch den ganzen Tag Zeit. Ach, das bräuchte ich echt mal öfter, Leute. Ja, und ich habe ja auch noch ein paar Videos gemacht von wegen Race Room Racing und Air Factor. Das habe ich auch mit dem Gamepad gespielt. Man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, so wie ich da rumgestolpert bin über die Rennstrecke, weil ich halt einfach Bock hatte, mal auch die mit Gamepad zu spielen. Aber nach dem letzten Rennen, in dieses GT3-Rennen in Virginia International Raceway, habe ich jetzt doch wieder Bock, die nächsten Folgen mit Lenkrad aufzunehmen. Vielleicht werde ich da heute auch noch ein oder zwei Folgen drehen. Mal schauen, wie das zeitlich hinhaut. Ich meine, wenn ich jetzt SnowRunner spiele, plus Microsoft Flight Simulator, plus X-Men, ja, das dauert, da geht schon ein, zwei Stunden vorbei. Aber naja, ihr wisst das ja. Ich habe immer so viel Lust und so wenig Zeit. Oder sagen wir es mal so, wenn ich nur Farming Simulator spielen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mehr als genug Zeit. Wobei, dann wäre es auch schon knapp. Wir spielen ja schon recht viel Farming Simulator, aber naja, ihr wisst, was ich meine. Man hat allgemein eh immer zu wenig Zeit. Selbst wenn man nichts tut, hat man keine Zeit. Allein der Gang zur Toilette ist dann schon wieder ein Zeitkiller. So, das klappt hier auf jeden Fall gut. Da müssen wir mal schauen, ob wir nicht noch das ein oder andere Feld weghalten. So, dann schauen wir mal, was der gute Dönerfake schreibt. Oh, Dönerfake, das tut mir natürlich sehr leid.
Ich hatte gestern Abend auch mit jemand anderem ein Gespräch darüber, dass er gerade Liebeskummer hat. Allerdings war es nicht seine Freundin, die ihn betrügt, sondern ein Mädchen, in das er verliebt ist, scheint kein Interesse zu haben. Tja, wer kennt das nicht? Tut mir auf jeden Fall leid, dünner Fake, da würde ich sagen, ja, mach's Beste draus. Kannst ja noch mal versuchen, ein ernsthaftes Gespräch mit deiner Ex-Freundin zu führen und ihr klarzumachen, dass die Aktion schlecht war, aber ganz sachlich und erwachsen. Und dann denkst du dir einfach, du hast was Besseres verdient, hat nicht sollen sein, und dann suchst du dir einfach oder lässt dich einfach von einer neuen Dame finden, die dir so etwas nicht antut, beziehungsweise ja, die so etwas halt nicht macht. Ja, auf jeden Fall tut es mir leid, wenn ich was für dich tun kann, sag Bescheid. Und ja, mach dir nichts draus. Passiert immer mal wieder sowas. Dann weißt du jetzt auf jeden Fall, dass es die falsche ist. Sie ist positiv. Dann hast du jetzt wieder Zeit, die richtige zu finden. Gut, ich meine, man kann sich auch danach wieder finden. Es gibt ja durchaus auch Situation, da ist der eine oder die andere fremdgegangen und danach hat man sich ausgesprochen und sich dann gegenseitig nochmal eine Chance gegeben. Es gibt Menschen, die können das, ich weiß aber, dass es auch Menschen gibt, die können das nicht. Und meistens ist Fremdgehen ein Beziehungskiller, aber ja, muss nicht zwingend sein. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn danach die Gefühlslage etwas anders ist. Eine etwas andere ist. Oh, Iforita, jetzt krieg ich aber wieder hier weiche Knie. Das hört sich ja sehr gut an. Okay, ich schaue mir an. Wie konnte ich eigentlich den übersehen, also ich gucke mir an auf jeden Fall. Am Ende wird das noch mein neues Lieblingsspiel. Ja, also dünner Fake, das. Glaub mir, das denkt man immer. Ich weiß jetzt nicht, wie lange du mit deiner Freundin da zusammen warst, aber man denkt immer, keine ist wie sie. Und das mag ja auch so sein, aber andere Frauen sind dann halt anders. Ja, also ich meine, das anders heißt ja nicht schlecht. Heißt ja immer, Menschen sind Individuen und so. Menschen sind Individuen. Ja. Hoffentlich stimmt das. Schweißausbruch. Und ja, ich meine, es ist ja auch keiner so wie ich, aber es gibt halt andere Leute, die sind anders. Und der eine mag mich mehr, der anderen weniger. Der eine mag vielleicht den einen Streamer mehr, der andere den anderen. Und auch wenn du vielleicht noch sehr, also mit Sicherheit noch sehr starke Gefühle für deine Freundin hast, Ex-Freundin, andere Frauen sind auch toll und ja, mit der Zeit wird das Gefühl für deine jetzige schwächer und du hast wieder Ressourcen, um Gefühle für eine neue zu entwickeln. Ja, jeder Mensch ist anders. Wir sind alle, ach du, jetzt kommst du wieder, Individuen. Und ja, das ist auch gut so, da wird es nicht langweilig, ne? Ich meine, deine jetzige Ex-Freundin, die wird auch Seiten haben, die waren bestimmt nicht so schön. Dann findest du eine Frau, bei der sind die besser. Klar, die hat dann auch wieder Seiten, die sind nicht so gut, aber darfst du auch nie vergessen, dasselbe trifft auf dich zu. Und auch sogar auf mich, auf den alten Jay. Ich habe auch nicht nur gute Seiten. So ist das halt. Leben und leben lassen. Wir sind alle Menschen bzw. Tiere und unterliegen den Naturgesetzen und so ist das halt. Und ja, Kopf hoch. Komm einfach immer hier rein, wenn du traurig bist und dann trinken wir einen Kaffee zusammen. Und dann, ja, dann wird das schon. Wer weiß, vielleicht wartet schon die ein oder andere Dame da draußen und macht jetzt Luftsprünge vor Freude, weil sie sieht, du bist wieder zu haben.
Und dann, ja, sag ich mal, Boom Baby, bald geht's richtig rund bei dir in deinem Leben. So, ach, wie schön wir hier Kalk aufs Feld machen, oder? Richtig ordentlich. Und das, obwohl gar kein Haifisch da ist, der jetzt wieder, ich will nicht sagen, meckern könnte, weil der würde sagen, ich mecker gar nicht. Ich sag dir nur, wie es richtig geht. Genau, Haifisch, so ist es. Liebe Grüße an dich. Danke, dass du mir hilfst, mein alter Teacher. Es gibt übrigens so einen billigen Whisky, glaube ich, der heißt Teacher. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Kann ich euch nicht empfehlen. Musste ich aber gerade dran denken. Solltet ihr nicht trinken. Oh, Ifurita, ja, sehr gute Idee. Da ist tatsächlich mein Kaffee gerade leer und ich denke mir, ich bräuchte noch einen. Ich rede irgendwie noch nicht genug. Ich brauche noch einen Kaffee, um erstmal richtig warm zu werden. Bin ja hier nur am Schweigen, Leute. So, der gute Lumberjack-Simulator. Jay, nicht vergessen. Lumberjack-Simulator plus The Forest. Und, ach, so viele andere Sachen eigentlich auch noch. Verdammt. Ja. Mann, wäre das geil, wenn man nicht schlafen müsste, wenn man nicht arbeiten gehen müsste. Die Zeit könnte ich, gut gebrauchen. Ach, die kam gar nicht von dir mit dem Lumberjack. Ach nee, mit dem Kaffee. Ah, okay, danke, Junit Schlumpf. Ja, dann danke auch nochmal an dich für den Kaffee, nehme ich. Bin ich dabei und sehr gerne. Der Kaffee schmeckt heute wieder sehr gut. Das liegt nicht zuletzt an dem tollen Support von euch und der lieben Ifurita. Und natürlich auch, weil ich ganz gut geschlafen habe. Ja, und weil ich happy bin, dass ich gestern erfolgreich in Denver Airport gelandet bin und auch vorher mit dem American Truck Simulator erfolgreich dort an die Rampe gefahren bin, um gute Produkte von einem großen Bauern zu liefern. Oh, was ist denn hier los? So, die Sonne geht langsam unter, unschwer zu erkennen. Aber ja, ich hoffe mal nicht, dass jetzt alle Felder Kalk brauchen, sonst können wir direkt noch mal zum guten alten Shop fahren. Mann, da macht die Kalkmaschine Sinn. Am Anfang dachte ich ja, ein bisschen zu groß gedacht hier, so mega Kalkstreuer, aber nein, Leute, ihr seht's. Auf lange Sicht gesehen rentiert sich das. So, wir müssen ja jetzt auch einiges an Weizen haben. Da können wir vielleicht auch noch mal die ein oder andere Anhängerladung verkaufen. Ja, eigentlich müsste ich heute auch noch eine zweite Folge Train Simulator drehen, jetzt wo wir ein bisschen drin sind. Es war schon cool gestern, da musste ich in Kansas rumrangieren. Und ja, jetzt darf ich wahrscheinlich dann mal eine richtige Fahrt machen in der nächsten Mission. Finde ich eigentlich ganz gut gemacht, ne? Du holst dir da irgendwie ein DLC und so und dann hast du da Missionen und die sind auch realistisch. Also ich meine, in echt gibt es ja auch Rangierfahrer und da musst du halt irgendwelche Linien fahren. Ist echt cool. Ja, also ja, gefällt mir. So habe ich es mir gedacht und zum Glück ist es auch so. Easy going und wenn man halt da Gas gibt und bremst, dann merkt man auch die Power von dem Zug und auch so das Gewicht und alles. Also ja, gefällt mir einfach und das ist erst der Anfang. So, dann nochmal ganz dezent hier drüber gehuscht. Und dann hier nochmal drüber gehuscht. Oh, und wo wir gerade vom Lumberjack-Simulator reden, diesen Gold Rush-Simulator und diesen Fischkutter-Simulator wollte ich mir auch nochmal anschauen. Und jetzt gibt es ja auch noch diesen Firefighting-Simulator, den hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Und wie gesagt, ich bin auch eigentlich kein Feuerwehrmann, aber ich könnte einer werden durch diesen Simulator. Ha, aber ich habe ja eh keine Zeit zum Spielen.
Mann, Mann, Mann. Ja, ich weiß, es ist schon verrückt, aber was soll ich machen? Oh, die brauchen auch Kalk. Und was hier? Nein, das darf nicht sein. Also brauchen fast alle Kalk. Tja, dann. Besser Kalk auf dem Feld als in der Waschmaschine. Was wird da noch Schönes geschrieben? Genau, Unit Schlumpf, zwischen meinem Gequatsch noch ein bisschen erzählen. Ah, dünner Fake, du hast recht, danke. Ich werde auch gleich mal tanken, wenn wir wieder zurück auf dem Hof sind. Oh ja, und reparieren, danke, Iforita. Werde ich auch machen. Ach, den Polizeisimulator. Ja, da habe ich mir auch überlegt, ob ich mir den mal anschaue. Also, du meinst ja wahrscheinlich diesen, ich glaube, der ist Autobahnsimulator 2, oder? Da hat sich ja damals die GameStar, glaube ich, lustig gemacht, aber scheiß mal auf die GameStar, was wissen die schon? Ja, keine Ahnung, vielleicht ist der gut. Kann den einer von euch empfehlen? Also ja, ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Polizeifan, aber ja, na, einen guten Simulator lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Okay, ihr könnt den nicht empfehlen. Schade. Ich habe gedacht, ihr schreibt jetzt ja auf jeden Fall. Da hätte ich mich noch einen Simulator mehr freuen können. Naja, ich gucke mir mal an. Vielleicht rockt er ja. Ich meine, nur weil sich da irgendwelche Leute drüber lustig machen, heißt es ja noch lange nicht, dass der schlecht ist. Aber vielleicht ist er auch schlecht. Kann natürlich auch sein. Dieser komische, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt, aber vor vielen, vielen Jahren kam doch mal so ein Gabelstapler-Simulator raus, wo man im Lager rumfährt, auch so verschiedene Missionen und dann Sachen belegt. Der soll ja auch sehr mies gewesen sein. Tatsächlich habe ich den auf Steam, aber ich habe noch nie gespielt. Den habe ich mal für, ich glaube, unter einem Euro oder ne, für ziemlich genau einen Euro habe ich den gekauft. Und da habe ich mir gedacht, ah ja gut, kann ich schaden, kannst du auch mal ein bisschen hier das üben und ich werde ihn auch irgendwann mal auspacken, falls der überhaupt läuft. Das ist ja die nächste Frage. Und ja, ich meine, wenn man einfach nur mal ein bisschen Sachen vom Regal in LKW fährt oder umgekehrt, vielleicht ist es ja sogar geil, also so, ne, als Ergänzung, keine Ahnung. Aber den haben sie ja damals auch brutal zerrissen. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr ungefähr, was ich da meine. Na, wie auch immer, also ich gebe nichts drauf, was andere Leute sagen. Ich gucke mir Videos an und ich kann mittlerweile sehr gut anhand von einem Video erkennen, ob das Spiel gut ist oder nicht und was Schwächen und Stärken sind. Wenn man es dann selber spielt, fühlt sich es natürlich nochmal anders an, aber man sieht schon ganz gut, finde ich, wenn man eine gewisse Erfahrung hat. Ich finde es sogar oft schädlich, wenn man sich Reviews anguckt, das verfälscht das eigene Bild, dann ist man so voreingenommen. Und ich meine, so schlecht sah der Autobahnsimulator, ach der Autobahn, der Polizeisimulator gar nicht aus. Halt, ich weiß nicht, dass die da halt so Storytelling drin haben, wie du da, dass du da noch so Zwischensequenzen hast und irgendwie, keine Ahnung, aber ja. Dieser Firefighting-Simulator sieht auf jeden Fall schon seriöser aus. Naja, mal abwarten, mal abwarten. Ja, natürlich, ich habe gefragt. Wenn ihr sagt, ihr könnt ihn nicht empfehlen, dann finde ich das ja auch in Ordnung. Sonst hätte ich ja auch nicht gefragt, das stimmt schon. Aber ich könnte mir halt vorstellen, irgendwie, dass ich vielleicht trotzdem Spaß damit habe. Vielleicht auch nicht. Also, Iforita, ich habe es noch nie gespielt. Kenne ich aber natürlich. Ist bestimmt nicht so schlecht, spielen ja auch viele Leute, glaube ich. Aber ja, keine Ahnung. Was so Spiele angeht, habe ich glaube ich nur DayZ gespielt, ansonsten nichts.
Und ich kann DayZ nach wie vor empfehlen, auch wenn ich schon ewig nicht mehr gespielt habe, weil keine Zeit und so. Das ist halt so ein Spiel, da sage ich mir, das sollte man auf jeden Fall in einer Gruppe spielen. Und ja, das kostet halt Zeit. Da muss man sich immer verabreden und so. Und dann auch ein paar Stunden mit den Leuten auf dem Server rumhängen und so. Aber ich finde es cool, nach wie vor. Und wenn man mal überlegt, dass fast alle Spiele eigentlich DayZ-Clones sind oder von DayZ inspiriert wurden, kann man auch nichts Schlechtes über DayZ sagen. Auf jeden Fall ist es gut, dass es jetzt halt auch noch mehr Spiele gibt in diese Richtung. Junge Schlumpf, du meinst, bei mir kannst du dir den Polizeisimulator vorstellen? Habe ich dich da jetzt richtig verstanden? Und Dönerfake, nee, keine Sorge, Entschuldigung, wir bleiben schon nicht liegen. Ich habe das im Griff, im Auge. Ich mache nur jetzt noch den Kalk hier leer. Du weißt doch, wir haben hier Dieselpower, der geht nicht so schnell leer. Aber du hast natürlich recht und die Ifrit hat auch recht, wir müssen tanken und reparieren, das werde ich jetzt auch machen. So, jetzt ist auch hier 19 Uhr. Ohnehin Feierabendzeit, das ist doch praktisch. Faktisch ist das praktisch, könnte man auch sagen. So, das habe ich hier auch wieder, naja, ganz okay hinbekommen. Und jetzt noch ein bisschen hier schön pragmatisch die Bahn runterstreuen. So. Und ich weiß noch, dass man beim Flug die Dinger Scharen nennt und bei der Seemaschine Seescharen. Ach, bin ich stolz auf mich. Die werden wir dann morgen auch wieder in Ehlenkrat sehen. Morgen Abend 20 Uhr plus minus gibt's wieder Ehlenkrat Saturday Night. Juhu. So, zack, fast fertig hier. Oh. Warum sagt denn keiner was? Wir müssen doch das Licht anschalten. Es dämmert. Haha, Junitschlumpf, danke. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment. Ich könnte mir das auch vorstellen. Mal schauen, ob man das gut mit Gamepad spielen kann. Also ich sag mal so, ja, wenn die Fahrzeugphysik oder wenn das Spaß macht, im Polizeiauto zu fahren, wenn sich das nicht total schrottig anfühlt, dann bin ich dabei. Das allein über die Autobahn schön zu fahren, ach ja, ab und zu mal einen rauszuwinken und ja, den Wachtmeister raushängen zu lassen, das reicht mir schon. Dazu arroganten Käffchen. Ja, perfekt, ey. Das spiele ich dann immer, wenn ich schlechte Laune habe. Da schnappe ich mir dann irgendwelche zivilen Verkehrsteilnehmer, die nichts verbrochen haben und kriminalisiere sie dann. So wie im echten Leben quasi. Ja, eigentlich eine gute Idee. Wahrscheinlich bekomme ich dann irgendwann Post vom echten Polizeipräsidium, die mir untersagen, weiterhin den Polizeisimulator zu spielen, weil ich die Polizei in ein so schlechtes Licht rücke, das sei nicht mehr tragbar. Auch das wäre mal lustig. So, gut, dann stellen wir die Kiste hier mal ab. Mit Kiste meine ich natürlich den Traktor samt Anhänger. Na klar, Junge Schlumpf, ich kann gar nicht anders. Ich muss mir immer irgendwie eine Story zusammenreimen, sonst habe ich nachts schlaflose Nächte. Auch wenn ich Minecraft spielen würde, da würde ich mir auch eine Story zusammenreimen, was da bei uns abgeht. Und ja, danke, freut mich, dass du quasi mich dazu ermutigen möchtest, direkt schon mit dem Polizeisimulator anzufangen. Am Ende wird das noch hier so ein Dauerbrenner, wer weiß. Genau, der Vorstadt-Sheriff. Wobei, das spielt, glaube ich, sogar in einer größeren Stadt, aber ich weiß es nicht. So. Guten Morgen. Oh, nur 250 wieder eingenommen. Mann, 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 wir müssen den Bienen mal in den Arsch treten, aber ich glaube, das dauert, bis die mal richtig Honig produzieren.
So, dann würde ich sagen, nur mal kurz den Chat checken. Ja, du meinst, weil die schon im schlechten Licht sind, Unit Schlumpf, oder bist du jetzt Polizeifan und verteidigst unseren Freund und Helfer? Gut, also kurze Kaffeepause, ihr wisst Bescheid, wir sehen uns in 4 Minuten. GG.
So, da bin ich wieder mit frischem Kaffee und dann kann es ja auch direkt weitergehen hier. So, was habe ich verpasst? Okay, Unit Schlumpf. Gute Antwort, würde ich sagen. Kann man durchaus nachvollziehen. Morgen Obergräbach, so weiter geht's. Und direkt neuen Kalk hier kaufen. Ah ja, wie gewonnen, so Ceron. Nee, falsche Taste, so rum. Also, kaum hat man Kalk, ist der Kalk auch schon wieder weg. Zwei, drei, vier, fünf und ein sechster auch noch dazu. Boom, so. Und natürlich müssen wir auch noch Eier verkaufen. Wartet mal. Habe ich nicht diesen Eierkasten-Mod installiert? Oder auf jeden Fall haben wir irgendwas. Mehlasse-Palette, was ist denn das? Mehlasse, was ist eine Mehlasse? Na, irgendwas Cooles wahrscheinlich. Milchpaletten, ah genau, wir haben Milchdinger, aber noch keine für Eier. Es gibt ja auch so einen Mod für Eierpaletten, den habe ich in Felsbrunn installiert. Und ich glaube, in Erlengrad habe ich den sogar auch installiert. So. Ah, reparieren und tanken, richtig. Ja, okay. So, dann lassen wir den mal kurz stehen hier. Ah, der kann ja in der Zeit warm laufen. Das ist gut. Der kann ja in der Zeit warm laufen. So. Danke, Dönerfake. Du hast natürlich recht, mein Bester. Ja, Unit Schlumpf, klar. Die Meinung bildet sich im Laufe der Jahre erst, so hier abkoppeln. Klar, wenn, also, ja. Wundert mich jetzt nicht, dass du da mal eine andere Meinung warst. Aber wundert mich noch weniger, dass du jetzt diese Meinung vertrittst. Ah, haben wir gestern das Licht hier in der Garage brennen lassen, so erstmal ausgemacht. Ist ja schon wieder hell. Ups. Oh, das ist schlecht vom Motor. So, ausgemacht, alles klar, hell genug. So, und dann wollen wir den mal reparieren. Danke nochmal an den Dönerfake für seine Aufmerksamkeit hier. Gut, und natürlich auch tanken. Natürlich auch tanken. So, auch den lassen wir nochmal ein bisschen warm laufen. Ah, wobei. Also, jetzt sind wir eh schon ein paar Meter gefahren, aber richtig warm ist der natürlich auch noch lange nicht. So, und Diesel, der braucht schon, bis er auf Temperatur kommt. So. Ja, normal sagt man ja immer ausmachen beim Tanken, aber wir sind ja hier auf dem Hof, wir sind ja Bauern, wir haben unsere eigenen Gesetze, wenn man so möchte. So, zack. Langer Schlauch. Das wird AdBlue sein, dann ist das vielleicht Dieselöffnung. Hallo, Phyphoton, danke für dein Follow. Willkommen auf Let's Chat. Ich grüße dich, Boom Baby, an dich, mein Freund, und einen schönen Freitag wünsche ich dir. Ja, das muss also hier oben sein. Klack rein und dann lassen wir es mal laufen. Ja, warum mache ich jetzt den Motor nicht aus? Ja, damit der hier weiter schön warm läuft. Den werden wir ja bald brauchen zum Kalken. So, dann ist der jetzt auch schon fertig, alles klar. Oh, was denn mit der Zapfpistole? Zack, abgerissen. Nein, die haben wir natürlich vorher wieder weggetan, ist ja klar. Haben wir wieder schön eingehängt. Und so wie wir die eingehängt haben, so hängen wir jetzt den Anhänger wieder an. Wer hätte das gedacht? Oh, dann warten wir, was wir hier frischen Kalk bekommen. Oh, so, der müsste ja jetzt auch schon ordentlich, so lang wie der Tuckert hier, schon ordentlich betriebsready sein. So richtig warm wird er auch noch nicht sein, aber zumindest ist jetzt Wasser und Öl schon mal schön im Umlauf drin und auch schon ein bisschen warm. Noch nicht perfekt, aber was ist schon perfekt so? Zack, hier mit der stabilen Seitenlage, ja, schön nach oben gegangen. Und dann fahren wir gerade noch eine Runde zum Händler. Ja, was sein muss, muss sein, meine lieben Freunde.
So, wie gesagt, dann müssen wir uns in der Zwischenzeit auch nochmal um die Eier kümmern. Das gibt ja vielleicht auch noch den ein oder anderen Euro. So, da würde ich sagen, machen wir das Ganze wie eben auch. Fahren wir hier links wieder raus. So, hier ist frei, sehr schön. Und nach links kommt rechts und dann sind wir auch schon da. So weit ist es nicht. So weit ist es nicht. So, okay, links sieht gut aus. Aber rechts wieder nicht, oder? Doch, oh. Ja, aber da müssen wir auch wieder ein bisschen schnell fahren. Aber ihr wisst, schnell ist nicht gut. Eigentlich würde ich auch nicht schnell fahren, aber ich habe halt Angst, manchmal rasen die einen einfach von der Straße runter. Manchmal halten sie an, aber manchmal halten sie auch viel zu spät an. Also ja, es bleibt hier immer ein gewisses Risiko vorhanden, wenn die lieben guten KI-Kollegen hier unterwegs sind auf den öffentlichen Straßen Deutschlands. So, jetzt auch noch ein Schlückchen Kaffee. Kann ja wohl nicht schaden, oder? Sehe ich auch so. Also auf euch, meine lieben Freunde. Wie immer. So. Übrigens, der gute Henrik hat mir einen Discord-Server eingerichtet und ich soll dafür auf jeden Fall Werbung machen. Also auf Simjay habe ich jetzt den Chatbot. Na gut, kann man sich auch Streambot nennen. Sollte jeder wissen, was gemeint ist. Habe ich jetzt schon mal neue Kommentare gegeben. Ausrufezeichen Discord oder DS wird er angezeigt. Hier auf Let'sJay habe ich es natürlich noch nicht gemacht. Zumal neue Kommandos in Simjay-Chat sind Ausrufezeichen PSN, dann bekommt ihr meinen PlayStation-Namen. Und was habe ich noch gemacht? Keine Ahnung, irgendwas habe ich noch gemacht, aber ja, das habe ich auf jeden Fall. Und ja, das werde ich auch hier auf Let'sJay einrichten. Also, wie gesagt, ich war ja eigentlich immer auf anderen Discords unterwegs, beim Ferrari Boy Mirko GT, beim Haifisch und noch bei dem einen oder anderen, da bin ich auch nach wie vor am Start, aber der Henrik war halt der Meinung, eigenes Discord könnte er mal für mich machen. Danke dafür, hat er gemacht. Also sind auch schon ein paar Leute drin. Und wer jetzt Bock drauf hat, der kann ja gerne fragen. Dann muss ich hier mal kurz am Laptop meinen Discord-Server raussuchen und dann schicke ich euch die Adresse. Also nur als kleine Information. Ja, also mit der Xbox 360, die ist aber so alt. Ja gut, also ich nehme mal an, du meinst die Xbox 360, wenn du es schreibst. Ja, kein Problem, du brauchst zum Beispiel Elgato HD. Dann schließt du über HDMI an die Elgato, das ist ein Device, also ein kleines Gerät, eine kleine Box. Da schließt du dann über HDMI deine Xbox an, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es dann raus in dein Fernseher oder Monitor über HDMI und über eine andere Schnittstelle über USB geht es dann in dein PC. Da ist eine Software mitgeliefert, die installierst du und dann wird dein Bild zwischen Fernseher oder Monitor und Xbox halt noch auf dein PC übertragen und über diese Software wiederum kannst du entweder direkt streamen oder die Software wiederum von Elgato HD auf dem PC. Bindest du dann in dein Stream-Programm wie OBS und Co. ein und kannst dann halt noch dein Overlay drüber packen oder was auch immer. Ja, und dann schon kannst du über die Xbox streamen. Kostet aber ein bisschen was. Ich glaube, die normale Elgato HD 150 oder so und die Premium 160, 180. Also, die ist ihr Geld wert. Also, Elgato ist schon, was das angeht, finde ich das Beste und hat sich auch durchgesetzt.
Kann ich auf jeden Fall empfehlen, aber ist halt die Frage, ob dir das Geld wert ist, ob du halt dann auch wirklich viel mit der Xbox streamst, was auch immer du davor hast. Hallo Karim Hares, wie geht's? Hi Henrik, grüß dich, schön, dass du wieder da bist. Endlich zu Hause, ja, willkommen im Wochenende, sag ich mal. Also tatsächlich habe ich meine alte Elgato HD noch, die ich für die Xbox 360 mal benutzt habe früher. Die könnte ich jetzt zum Beispiel auch hier für die PlayStation benutzen, wenn ich denn unbedingt über OBS streamen will. Aber ich finde hier die Stream-Funktion ist schon absolut ausreichend von PlayStation 4. Aber irgendwann werde ich sie bestimmt mal für irgendwas benutzen. Man kann sie auch noch für andere Sachen benutzen. Hey Alpen Schmarrn Games, ich grüße dich. Einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Willkommen hier auf Let's J Boom Baby für dich, mein Freund. Hier PlayStation 4 Pro mit dem Landwirtschaftssimulator 19 auf der Map Oberkrebach. Schön, dass du dabei bist, mein Bester. Danke für dein Follow und schönen Tag. Ja, dann hau ich noch ein Keep on Farming raus für dich. Uiuiui, da wackelt und schwackelt der gute Fendt hier. Der wackelt und schwackelt, ja. Ja, Alpenschmarrn Games, freut mich, dass du einen schönen Tag hast, so muss es sein. Was machst du Schönes? Wie war deine Woche? Hast du gute Pläne fürs Wochenende und was treibst du Feines? Ja, Henrik, ich habe dezent eben auf den Discord drauf hingewiesen. Danke nochmal an dieser Stelle an dich für den maximalen Support, mein Bester. Auf das viele Leute auch ins Discord kommen und ja, ihren Spaß finden an der Freude. Du kannst ja, wenn du möchtest, Henrik, gerne mal den Link posten. Ich habe den jetzt hier in dem Chatbot nämlich noch nicht eingerichtet. Ein dezenter Hinweis für alle, die es interessiert, wird ja, denke ich mal, erlaubt sein. Oh, Karim Harris, schön. Da wünsche ich dir natürlich alles Gute für die Arbeit, damit du eine Top-Note erzielst. Da hast du dir den Feierabend sozusagen und das Wochenende verdient. Dann geht der nächste Schluck Kaffee mal auf dich, mein Bester. Ah, Alpenschmarrn Games finde ich gut. LS19 ist immer die richtige Wahl, wie du weißt. Hast du auch das Alpine DLC? Und wenn ja, wie gefällt es dir so? Vor allem, wie gefällt dir die Map Erlenkrad und überhaupt? Was spielst du so Singleplayer, Multiplayer und welche Maps und Mods spielst du? Und spielst du auf der PlayStation, auf der Xbox oder vielleicht auf dem PC? Oder ja, vielleicht sogar auf einem Mobiltelefon? Ja, wobei den 19er wohl eher nicht, aber ja. Ja. Der gute Altenfelder spielt auf dem Mobiltelefon. Macht auch immer fleißig YouTube-Videos. Ah, Alpenschmarrn Games, sehr schön, auch auf der PlayStation 4, das gefällt mir. Und dir gefällt's gut, okay. Ja, mir gefällt das Alpine DLC auch gut. Danke, Henrik. Also, wie gesagt, der Henrik hat da gerade den Link vom Discord gepostet. Wer Bock hat, einfach joinen. Mich auch gerne als Freund adden und Spaß haben. Ich poste dann immer mal irgendwelche YouTube-Videos rein und ein paar ganz schlaue Sprüche, wie zum Beispiel Bauer Power oder so. Und da ist der Name Programm.
Sag mal, wenn man jetzt Vollzeit in der Landwirtschaft als Fahrer, mir fehlen wieder die Fachausdrücke, also als Fahrer arbeiten würde, also dass man den ganzen Tag Traktor und Drescher fährt und vielleicht ab und zu auch noch LKW, um die Ladung irgendwo hinzufahren zum Verkaufen oder zum Lagern oder abzuschütten oder was auch immer, wie man das da nennt, was man da so macht. Kann man davon gut leben oder also kann man damit davon leben und es auch einigermaßen gut nach heutigem Standard oder eher nicht so? Weil ich habe wieder so ein YouTube-Video gesehen von irgendwelchen Lohnunternehmern, die richtig teure Maschinen hatten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, die waren sogar nur für andere Landwirte tätig und das Einzige, was die gemacht haben, haben dann halt mit ihren Fahrern in ihren Maschinen ihren Service dazu angeboten. Und das sah auf, also ich meine, wenn man so krassen Fuhrpark hat, dann müssen die ja schon gut Geld damit verdienen eigentlich. Deswegen jetzt für mich so hier diese interessante Frage. Weil man kann da ja auch, es gibt ja auch Ausbildungsberufe und man kann ja auch studieren in dieser Richtung. Also Agrarlandwirtschaft, da gibt es ja schon einiges. Und ihr wisst ja, mich interessiert das Thema und ja, keine Ahnung, deswegen interessiert mich das mal, was denn da so geht eventuell. Hey Thomas Salema, auch dir einen schönen guten Tag. Ich grüße dich. Willkommen hier auf Let's J Boom Baby. An dich, mein Freund. Schönen Freitag, schönes Wochenende wünsche ich dir. Ertragreiche Ernte und keep on farming, my friend. So, dann haben wir das auch wieder drauf. Wie gesagt, dann müssen wir unbedingt mal waschen hier. Und ein Schlückchen Kaffee nehmen. Also, hoch die Tassen. Oh, Junitschlumpf, danke, wünsche ich dir auch. Mach's gut. Vielleicht bis später, bis morgen oder so. Danke, dass du da warst. Hat mich gefreut. Viel Spaß beim Zocken später. Bis dann. Hendrik, war das meine Idee? Also ich habe vorhin gesagt, das war deine Idee. Ich wusste gar nicht, dass das meine Idee war. Ciao, Junitschlumpf, bis bald und merci. Also ich dachte irgendwie eher, das war deine Idee, Henrik, und habe mich dafür auch gerade schon on-stream bedankt. Da warst du wahrscheinlich gerade noch auf dem Nachhauseweg. Ah ja, meine ich ja, deine Idee, genau. Haha, okay, Iforita, dann guten Appetit, gutes Gelingen, schönes Mittagessen, vielleicht bis später, vielleicht ja sogar bis im Lumberjack-Simulator. Huhu, wer weiß. Also dann nochmal danke für die Unterstützung. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ja, mach's gut. Bis vielleicht später oder morgen oder so. Ciao, ciao. So. Schöner Linksblinker hier. Oh ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. So, hier nochmal ein bisschen aufs Dach achten, aber da ist der Anhänger ja niedriger als der Traktor. Da passiert also nichts. So, wenn ich hier links fahre, verpasse ich öfter mal die Einfahrt, aber diesmal wird es mir gelingen. Es muss ja hier eindeutig die nächste sein. Muss, muss. So, hier, genau. Das sieht doch verdammt richtig aus. Ah, und mit so einem kleinen Anhänger hier kommt man auch gut rein, wobei es ist trotzdem eng. Wenn ich mir überlege, mit was für Brocken wir schon reingefahren sind. Na gut, einmal haben wir das Verkehrsschild etwas verbogen, aber kein Wunder, so eng wie es ist. Und dann mit dieser Sämaschine, die Überbreite hat, muss man auch in der einen oder anderen Ecke hier ein bisschen vor und zurück rangieren. Millimeterarbeit, aber zum Glück haben die Nachbarn und die anderen Verkehrsteilnehmer wunderbar mitgespielt. Nochmal danke an die Stelle für dieses verständnisvolle Miteinander auf der öffentlichen Straße. Hier in Obergräbach, wo auch sonst. So. So, dann würde ich sagen, ja, die Eier sind fast voll. Mann, Mann, Mann. Da habe ich. Das ging irgendwie echt schnell mit den Eiern. Ich weiß auch nicht. So, was haben wir gelernt? Richtig. Wir lassen den Anhänger dran. Dann hat er hier die Stabilität und kann nicht nach hinten wegkippen.
falls da hinten wieder die Sachen zu schwer sind. So, und dann schauen wir nochmal in den Chat rein. Hi Rensch 2223, wie geht's dir, Rensch? Alles klar bei dir? Schön, dass du am Start bist. Ja, da würde ich sagen, müssen wir direkt wieder kiten. Und das werden wir auch. So, da geht sogar die Abdeckung von alleine auf. Wunderwerk der Technik. So, dann Hand anlegen und abkippen. Reinkippen. Ja, bei einem soll es nicht bleiben. Nach einem kommen zwei. Und nach zwei kommen vielleicht drei. Ah, da geht auf jeden Fall ein Mist. Da werden wieder wahrscheinlich alle drauf gehen hier. Aber so ist es nun mal. So und nicht anders. Ja, und dann ist das Ding nicht mal komplett voll. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, das reicht jetzt für die. Wie viele Felder sind es denn noch? Ein halbes Feld und dann noch eins. Naja, gut, doch, das kriegen wir hin. Das ist ja doch schon einiges an Kalk. Da müssen wir ein bisschen schlau und ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen? Also nicht so verschwenderisch durch die Gegend tuckern. Am besten Bahn für Bahn. Und dann klappt das auch. Ja, und danach können wir grubern, meine Freunde. Ja, da geht also noch einiges, da ist noch einiges zu tun, so viel ist schon mal sicher. Rensch ist ACC. Meinst du damit Assetto Corsa Competizione oder was? Oder ist Rensch ein Account von dir, Dönerfake? Meinst du das vielleicht? Achtung, meine lieben Raben. Ah, alles klar. Gut zu wissen. Ja, dann danke, Rensch, dass du auch hier bist. So, dann tuckern wir hier wieder schön drüber. Ah, okay, ja, kein Problem. Hauptsache, du bist da. Ob mit Döner, Fake oder Rensch, beides cool. Ich freue mich natürlich.
und noch ein Stück. Und ich sehe schon, hier links haben wir auch noch was. Da müssen wir uns natürlich auch noch drum kümmern. Ist ja claro. Claro bizarro. Haha. Na, Gas geben, yo. Ah, das wird auch nicht ganz reichen, glaube ich, oder? Na, ah, nicht ganz. Oh, noch mal drüber gebügelt. Yo. Und jetzt noch das Stück da hinten. Und ja, wie sieht eigentlich der Kalktank aus? Ganz bescheiden, ganz gut. Kann man mit arbeiten. Dann sollte das kleine Feld da drüben eigentlich auch machbar sein. So wird es auch kommen. So, da war es nur noch eins. Sehr schön. Ja, da haben wir aber hier schon ordentlich abgekalkt. Also mein lieber Freund, ne? Nicht zu knapp, hey. Muss gepflügt werden, wenn nötig Kalk. Ja, bin ich dabei. So, während ich hier kalk, traue ich mich mal ein Stückchen Kaffee zu trinken. Guter Kaffee, den nehme ich gerne. So, hier auch ein bisschen aufpassen. Und nicht direkt hier auf die Fahrbahn fahren, genau. Mr. Lastkraftwagenfahrer findet das nicht so toll. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht so Lust drauf, wenn ich auf der Straße irgendwo lang fahre und plötzlich kommt vor mir ein Johnny auf die Straße gehüpft. Muss nicht sein. So, hier nochmal ein bisschen Puderzucker drauf gemacht für den Geschmack und weiter geht's. So, hier auch darauf achten, dass wir nicht zu sehr auf die Straße rupfen. Also, dass wir nicht zu viel auf die Straße sprühen. Auch das muss man den lieben Verkehrsteilnehmern sicher nicht antun. So, gut, dann sind wir hier ein bisschen aufs Grundstück. Ein Glück steht da kein Zaun. Aber den werden die vielleicht irgendwann bauen, wenn die jetzt da oben rauskommen, denken, oh Mann, dieser Bauer, der denkt auch, er kann sich alles erlauben, hier einfach auf unser Grundstück fahren. Da bauen wir einen Zaun hin. Ja, kann natürlich alles passieren. Kann. Und weiter, nächste Runde. Kalkpower voraus. Da das hier ja unser Feld ist, können wir da auch mal dezent drauf fahren. Das ist ja eh abgeerntet, da machen wir jetzt auch nichts kaputt. Wir verdichten den Boden vielleicht ein bisschen, aber der wird ja eh gepflügt, von daher alles gut, meine Freunde. So, dann haben wir den dezenten Strich jetzt hier auch noch geknuspert. Boah, ist sehr nice, Henrik.
Ich sag ja schon seit ein paar Tagen, ich will endlich mal wieder Currywurst mit Pommes essen. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich mir Curry King XXL hole und dann halt so Tiefkühlpommes und mir dann eigentlich einfach meine eigene Currywurst mit Pommes bastel. Ja, lass dir schmecken, Henrik. Das einfache, aber gute Essen der deutschen Gesellschaft. Currywurst mit Pommes. Yam, yam, yam. So, coole Sache, da kann es ja jetzt mit dem Flügen gleich weitergehen, würde ich mal behaupten. Wenn ich das mal so behaupten darf. Oh, das haben wir gar nicht ge. Naja, passt schon. Das ist okay. So, dann fahren wir hier mal vorsichtig zurück. Ja, kommt keiner. Gut. So, nochmal ganz kurz gucken. Aber nein, da war nichts mit Kalk, oder? Nur mit Flügen. Nicht mal mit Flügen, ja. Also kann man auch Kuban. Theoretisch. Ja, ich weiß, ich blinke hier auch ganz gern mal, auch wenn ich direkt schon auf meinem Gelände bin. Warum nicht? Oh, da stehe ich bestimmt schon ganz schön weit hier am Limit hier. Ne, wieder total verschätzt. Tatsächlich noch mehr Platz. Aber besser so als anders. So, dann abgemacht. Und dann würde ich sagen, ja, mit dem einen Kruban, mit dem anderen Flügen. Also eher mit dem kleineren hier. Wobei so klein ist der auch nicht. Aber dann haben wir hier noch den großen. Mit dem sollte man natürlich flügen. Und mit dem kann man dann Kruban. Genau. Und damit grubbern wir jetzt das Rapsfeld. Das ist ja auch schon ein bisschen Arbeit. So, wo fangen wir hier an? Würde ich sagen, hier so eine Runde gedreht und dann lassen wir den Erntehelfer ran. Ihr kennt das ja. Ganz gerne mache ich den ersten Strich hier in der Landschaft selber so. Was sagt der gute Chat? Hey, Thomas, ich grüße dich. Wie geht's dir, mein alter Rennfahrerkollege? Dieses Wochenende Formel 1 Bahrain. Tja, wir haben es schon hinter uns. Die echte Formel 1 hat es noch vor sich. Na, wie geht's? Wie steht's, Thomas? Was gibt's Neues? Hast du mittlerweile Mafia mal gespielt? Und falls ja, wie gefällt's dir so?
Danke, mir geht's immer gut, wenn es dir gut geht, und freue mich natürlich, dich zu sehen, mein Bester. Guckst du dir denn das Formel-1-Rennen an dieses Wochenende, Thomas? Ich werde wohl mal reinschauen, wenn ich Zeit habe. Gucke ich ja immer so ein bisschen. Ja, wobei, stimmt gar nicht. Mittlerweile nicht mehr immer, aber ich werde es mir wahrscheinlich mal ein bisschen reinziehen. Also so, ja, die Highlights auf jeden Fall. Und wenn ich dann mal eine freie Minute habe, schaue ich halt auch mal live kurz. Jetzt muss ich überlegen, was ist gut hier für den Erntehelfer? Ja, das ist gut für den Erntehelfer. Sollte es zumindest. So, dann viel Spaß, mein Freund. So, dann lassen wir den auch noch mal kurz warm laufen hier. So, schauen wir mal, passt da alles? Ah, du hast direkt mit Mafia 3 angefangen. Warum hast du nicht mit Mafia 1, Mafia 2 und Mafia 3 in der Reihenfolge angefangen? Also gefällt dir Mafia 3 ganz gut, nehme ich mal an, wenn du schon dritten Story-Auftrag bist. Boah, ich muss unbedingt auch mal Mafia weiterspielen, hey. Ja, die Zeit, sage ich nur. Ja, sehr gut, Thomas, dass du auf Formel 1 guckst. Also ich fand Mafia 3 hat ja durchwachsene Kritik bekommen. Also von der Community, und das kann ich auch so nachvollziehen. Aber ganz ehrlich, eigentlich finde ich Mafia 3 auch cool, auch wenn es deutlich anders als Mafia 2 und Mafia 1 ist. Ich finde die Zwischensequenzen gut, ich finde das Gameplay macht Spaß, alles gut, das Storytelling, alles okay, Grafik, alles okay. Das Einzige, was ich richtig blöd finde in Mafia, ist, du hast halt so repetitive Missionen zum Teil. Also ein Beispiel, das ich immer gerne nenne, das ist aber auch eigentlich echt der einzige Kritikpunkt. Damit kann man also leben. Ja, du gehst zum Beispiel irgendwo in ein Gebäude rein, da ist keiner. Kurz danach nimmst du Mission an und schon ist das Gebäude voll mit Gegnern und du musst halt in dem Gebäude irgendjemand killen. Und sowas hast du halt sehr oft in dem Spiel. Und das ist halt auch das, was eigentlich die gute Wertung gekillt hat. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, dann denkt man sich einfach, dass man vorher nicht in dem Gebäude war und dass da schon immer die Bad Boys sind, und dann fügt man das so in die Hintergrundgeschichte ein. Also wenn man das ausblenden kann, dann habe ich auch kein Problem mit Mafia. Und tja, vielleicht spielen wir ja hier auf Let's Jam mal wieder eine Runde Mafia am Wochenende, aber keine Zeit, ich weiß, ich weiß. Aber mal schauen. Hallo Xim Motrix. Ich grüße dich. Willkommen hier auf Let's Jam. Danke für dein Follow, danke für die Unterstützung, danke für deinen Support, danke fürs Zuschauen. Boom Baby, an dich, mein Freund, ein Welcome. So, ausklappen wäre zum Beispiel auch mal eine Option. So, jetzt die Frage, richtig rum, falsch rum, falsch rum. Aber wenn wir jetzt ganz cool wären, könnten wir auch noch die Rundumlichter einschalten, aber so cool sind wir noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Nicht wahr, meine Freunde? Was nicht ist, hoho, das kann ja noch werden. Hallo, Zim Wortritz. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Schön, dass du auch im Chat reinschaust. Dann nochmal direkt an dich hier. From Chat to Chat. Danke für dein Follow. Ich hoffe, alles klar bei dir. Was treibst du Schönes?
Ach ja, Leute, ich könnte mich ja dran gewöhnen, hier mittags zu streamen, wenn ich nur nicht arbeiten gehen müsste im Normalfall. Naja, gut. Wie gesagt, ne, man kann sein Leben immer ändern. Wenn es mir irgendwann mal zu bunt wird, hindert mich ja nichts dran, meine Konsequenz daraus zu schließen und was zu ändern. Naja, schauen wir mal. Natürlich ist es auch ganz schön, morgens zu streamen, schön aufstehen, Käffchen trinken, aber quasi ausschlafen, Käffchen trinken und streamen hat natürlich auch was. Um nicht zu sagen, sogar noch mehr. So, wir wollen ja hier die Scharen nicht zerstören. Deswegen müssen wir hier ganz vorsichtig, Grüße an den Haifisch, ganz vorsichtig pflügen. Um die Scharen nicht zu zerstören von dem guten Flug hier. So, wenn mich nicht alles täuscht, ist das gerade erst Kaffee Nummer 2 und ihr wisst, an dem zweiten folgt bekanntlich der dritte. Ja, so ist das. Das ist ein Naturgesetz. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Ja, Xim, Wort Tricks, danke. Freut mich, dass es dir gut geht. Mir geht's auch gut. Immer wieder schön, wenn man weiß, den Zuschauern geht's gut. Was machst du Schönes? Bist du auch gerade am Farming Simulator spielen und ja, hast du auch das Alpine DLC? Und falls ja, wie gefällt's dir? Und spielst du eher Singleplayer oder Multiplayer? Und bist du auch auf der PlayStation 4 unterwegs? Oder wo zockst du so? Und was zockst du sonst noch so? Und was ist so dein Plan fürs Wochenende? Ja. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gefragt. Henrik, warum mache ich es falsch? Was soll denn daran falsch sein? Das Ding ist ja wohl in der richtigen Richtung. Und ich habe ja jetzt auch ziemlich darauf aufgepasst, hier nicht die Kurven zu fahren, dass die Scharen verbiegen. Also da kann ja wohl keiner meckern jetzt. Es sieht doch auch wunderbar aus. Ja, ein bisschen in die Kurve fahren, aber ich will mal behaupten, das Ding ist dafür gemacht. Mann, nur am Meckern die Leute hier, wie man es macht. Also mit dem Flug haben wir echt hier unsere Probleme. Schaut doch mal, wie schön der hier reinzieht. Guckt doch mal. Ach ja, der ist, guck mal, und kaum, was soll denn da verbiegen? Fast komplett gerade und jetzt tut aufs Ziel zu. Ja, aber ich fahre doch Bahn für Bahn, nur halt im Uhrzeigersinn, Hendrik. Na gut, da vorne ein bisschen zugegeben. Ja, okay, du hast recht, Hendrik. Du hast recht, hier die erste Runde war keine Bahn, aber jetzt nur für dich, my friend, werde ich hier Bahn für Bahn machen, damit ich hier keinen Ärger bekomme. Oh, wenn das der Haifisch sieht. So, also Leute, man macht das Bahn für Bahn. Lasst euch davon mir nicht also ich gehe hier nicht als gutes Vorbild voran, sagen wir es mal so. Lasst euch bitte von mir hier nicht motivieren, das auch falsch zu machen. Bahn für Bahn müsst ihr fahren. So zum Beispiel. Ja, dann klappt es auch mit den Zuschauern. Dann hat auch keiner was zu meckern. Im besten Fall gibt es sogar noch Lob. Nein, bitte nicht, Hedrick. Den werden wir bestimmt noch am Wochenende sehen, den guten Haifisch.
Ah, Domi, okay, dann danke fürs Angebot. Ja, schöner Name, hi Domi nochmal und ja, Xbox finde ich auch gut, warum nicht? Und schön, dass dir das Alpine DLC auch gut gefällt und ja, schön, dass du Singleplayer spielst und ab und zu mit deinem Opa. Finde ich ja cool. Grüße an deinen Opa, dass der auch am Zocken ist. Sehr nice. Kann nicht schaden. Ist immer gut, auch im höheren Alter noch zu spielen. Hält jung und fit und das Gehirn auf Trab und natürlich, man hat auch nochmal eine extra Portion Spaß am Leben. Das darf man ja natürlich auch nicht verachten. Danke, Henrik. Ein Glück mach ich es jetzt richtig, dass durch deine vorbildliche Überwachung und Fürsorge im Chat. Alles klar, Domi, auch dir nochmal danke für die Hilfe. Also eine vorgewendete Bahn, also im Kreisfahren nennt man vorwenden, ich verstehe. Okay, also dann würde ich sagen, eine Runde vorwenden und dann Bahn für Bahn sollte in Ordnung sein. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht wieder was Falsches. Wenn doch, haut mir einfach auf die Finger oder eine kleine Nackenschelle, tut's auch. So, auf jeden Fall Bahn für Bahn. Geht's hier weiter? So, schön. Machen wir das, oder? Wo ist der Erntehelfer? Oh, der scheint auch noch klar zu kommen. Das ist doch sehr fein, ist das. So, und die nächste Bahn. Wie gut, dass hier kein Verkehr ist. Da kann ich auch ein bisschen den kleinen Weg hier mit benutzen. Das hilft natürlich sehr beim Rangieren. Also quasi rangieren im Moment gar nicht nötig. Wir haben hier Platz, um schön zu drehen. Jo, danke, Henrik. Hi, Aro, grüß dich. Oh, was hat der gute Domi noch geschrieben? Ah, okay, alles klar, Domi. Dann werde ich vorgewendet ab jetzt dafür fachmännisch in meinen Wortschatz mit aufnehmen. Ich danke dir. So, also, lieber Henrik. Wir haben das Feld einmal vorgewendet und dann fahren wir Bahn für Bahn, so wie sich das gehört. Domi, bist du zufällig in der Landwirtschaft tätig oder dein Opa oder irgendjemand aus deiner Familie oder so? Oh, du bist noch in der Schule, Aro. Ja, dann wird es aber Zeit, dass die Schule mal aus ist, wenn ich so auf die Uhrzeit schaue. Wie lange musst du denn heute noch in der Schule verbleiben, lieber Aro? Schön, dass du trotzdem Zeit gefunden hast, mal hier reinzuschauen.
5 Minuten? Na, okay, das ist doch zu schaffen, oder? Dann werde ich dich jetzt einfach 5 Minuten lang voll labern, damit die Zeit rumgeht. Was hast du denn geplant am Wochenende, Aro? Hast du irgendwelche großen Pläne? Machst du was mit Freunden oder chillst du zu Hause und zockst ein bisschen hier mit uns Landwirtschaftssimulator? Oder wie sieht das Ganze bei dir aus, my friend? So, schön machen wir das, oder? Muss man ja wohl an der Stelle auch mal sagen dürfen. Bahn für Bahn plus einmal vorgewendet. Professioneller geht's ja gar nicht. Das gibt's nur hier auf Let's Chain, meine Freunde. Nein, sicher nicht nur hier, aber klingt ganz gut, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überheblich hier in den Chat reinhaue, beziehungsweise in den Stream rausposaune, in das große, weite Internet. Man könnte auch einfach sagen, World Wide Web. Die Datenautobahn. So, unser Erntehelfer ist auch noch fleißig am Tun da drüben. Finde ich sehr gut, sehr vorbildlich, was der gute Herr da zaubert. Zocken, Hausaufgaben machen und schlafen. Aro, ich finde, das ist der Major-Plan. Bei mir wird es ähnlich. Ich werde zocken, werde was essen und schlafen. Also ähnlich gut wie bei dir. Bis auf die Hausaufgaben. Naja, gut, Hausaufgaben könnte man bei mir eigentlich auch sagen. Also zum einen gehe ich noch ein bisschen lernen. Und zum anderen könnte man als Hausaufgaben auch bezeichnen, Simulatoren zu lernen. Ja, was ich auf jeden Fall auch wieder vorhabe. Das ist ja auch so eine Art Hausaufgabe. Ist ja auf jeden Fall nicht pures Vergnügen. Ist ja auch teilweise anstrengend und ein Lernprozess. Je nachdem, was für einen Simulator man spielt, aber eigentlich in jedem Simulator. Beim einen mehr, beim anderen weniger. So, was schreibt der gute Dummy? Ah, okay. Ja, Domi, kein Problem. Ich frage nur deswegen, weil das hat sich so mit dem Vorwenden ein bisschen danach angehört. Und es ist keine Seltenheit, dass hier auf Let's Chey und auch auf meinem anderen Kanal auf SimChey einige Leute zuschauen, die auch in der echten Landwirtschaft tätig sind. Also ich bin immer wieder beeindruckt. Ich habe das Gefühl, von 5 Leuten sind 2 oder sogar 3 in der echten Landwirtschaft tätig, die hier neu dazu kommen. Das ist natürlich nice. Die haben dann auch immer Ratschläge parat und plaudern aus dem Nähkästchen und dann kann man die auch mal fragen, was so abgeht. Ja, deswegen hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn es bei dir ähnlich ist, aber klar, wenn du seit 17er aktiv spielst und dir viele YouTube-Videos und Streams und so anguckst und dich halt auch anderweitig informierst, da lernt man natürlich auch viel. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, die ganzen Simulatoren, die ich spiele, dafür interessiere ich mich logischerweise auch und da versuche ich dann natürlich auch was zu lernen. So und nicht anders ist das. Ja, da geht's dir wie mir, Domi. Ich interessiere mich auch dafür, aber habe leider noch keine Gelegenheit gefunden, auch mal im Real Life den Traktor anzuschmeißen. Naja, kann man nur hoffen, dass das vielleicht noch mal passiert eines Tages.
So, das hier ganz, ganz eng die Kurve nehmen. Ja, geht gerade so. Aber es geht. Naja, zur Not muss man halt mal ein bisschen rückwärts fahren. Muss man früher oder später sowieso. Ja, Domi, das ist super. Also wie gesagt, wir haben hier relativ viele Leute auf Let's Trade und SimTrade, die in der echten Landwirtschaft tätig sind. Die kannst du sicher bei Gelegenheit auch mal fragen, wenn du Fragen hast. Die können dir da viel erzählen. Die erzählen mir ja auch viel. Also auf jeden Fall immer wieder interessant. So, jetzt hier nochmal und wie ich mein Glück kenne, muss ich dann nochmal so ein ganz kleines Stückchen da abtragen auf der anderen Seite, oder? Ja, noch geht's, aber mal schauen, wie lange. Bisschen was bleibt bestimmt wieder liegen, ganz sloppy-mäßig. Ah, da tut er jetzt richtig hier, da tut er jetzt richtig. So, okay, das hat geklappt und wie der Zufall so will, ha, ist unser guter Erntehelfer auch fertig. Ja, gutes Timing, gutes Team. Guter Erntehelfer. On stream. So, Flugzugklappen. Und ja, ab aufs nächste Feld. So, für den Erntehelfer habe ich tatsächlich gerade gar nichts mehr zu tun, beziehungsweise der darf dann hier gleich übernehmen. Quasi Erntehelfer übernehmen sie. Die neue Serie auf RTL. RTL 2. So. Dann würde ich sagen, einmal vorwenden. Und dann darf der Erntehelfer ran und dann hoffen wir, dass er das auch gut macht. Aber ich bin da guter Dinge beim guten Erntehelfer meines Vertrauens. So, also lieber Henrik, falls du nicht gerade mit Currywurstessen beschäftigt bist, einmal vorwenden, ja? Und dann Bahn für Bahn vom Erntehelfer. Oh, cool, Thomas. Ich habe gestern auch wieder eine Folge Asphalt Cowboys gesehen. Also ich gucke sie mir nicht ganz am Stück an. Ich gucke mir immer so 15 Minuten an und mache Pause und dann gucke ich mir halt immer, wenn ich Zeit habe, wieder ein bisschen an. Deswegen, ich habe noch viele Folgen vor mir. Ich bin jetzt erst bei der vierten Folge, glaube ich. Ungefähr bei der Hälfte. Da wo die zwei mit ihrem schön lackierten Buffalo LKW mit den Weißen da Ferntour nach Italien und Spanien oder so machen. Ich weiß nicht mehr genau. Der eine fährt Kekse, der andere Milchpulver oder so. Und oder Milchprodukte, ja, wie auch immer. Da, die wollten irgendwie gerade an irgendeinem Rastplatz grillen. Ja, da bin ich auf jeden Fall erst. Ich habe mir eh vorgenommen, jetzt demnächst mal alle Asphalt-Cowboys, alle Trucker-Babes, alle Trecker-Babes, alle Bus-Babes, alle Ice Road-Trucker folgen und diese Aussie-Trucker Down Under-Dings da folgen zu gucken und was gibt's denn noch? Ja, alles was es so gibt in der Richtung wollte ich mir demnächst mal irgendwie alles reinziehen. Da habe ich ja auch ordentlich was vor mir. Vor allem eine Menge Spaß.
Ach, dann gibt es ja auch noch Asphalt Cowboys Polen und dann gibt es auch noch Trucker Babes Austria. Auch das muss man sich natürlich mal angeschaut haben. Oh, krass, hey. Aber why not? Ich meine, man kann nur, auch wenn viel da viel Fake ist und viel Schauspielerei, ist auf jeden Fall unterhaltsam und das ein oder andere lernt man natürlich trotzdem. In dem Sinne, keep on tracking und tracking. Oh, verdammt. Jetzt wollte ich hier cool die Victory-Rupe auspacken. Also nochmal, keep on tracking and tracking. So, bitteschön. Ah, Domi, ja, ich verstehe jetzt ungefähr, aber ich stelle mir da gerade was Falsches drunter vor, quer rüber. Also da würde ich jetzt drunter verstehen, von der linken Ecke runter zur rechten Ecke, aber das meinst du wahrscheinlich nicht. Also ich dachte jetzt hier quasi so einmal so hier so einen Kreis gefahren, das wäre vorgewendet, aber naja, wieder was falsch gemacht, okay, kein Problem. Learning by doing und Fehler sind das Einzige, was einen schlauer macht. Ah, genau, danke Thomas, Outback Truckers. Also da habe ich auch mal ein paar Folgen gesehen, auch nicht ganz, aber das hat mir sehr gut gefallen. Also wie gesagt, es wäre ein Traum, wenn STS als nächstes den Australia Truck Simulator präsentiert. Es gibt ja auch schon ein paar Leute, die sich das wünschen. Und irgendwie habe ich im Gefühl, dass das auch kommen wird. Also ich glaube, bevor es den Euro Truck Simulator 3 gibt, die sollten einfach vom Euro Truck Simulator 2 den Namen ändern in Euro Truck Simulator und das dann einfach weiterentwickeln, genau wie den American Truck Simulator. Und dann sollten sie noch als drittes Flaggschiff den Australian Truck Simulator machen. Das wäre ja sowas von megamäßig. Oh yeah, wäre das geil. So, noch ein Schlückchen Kaffee hier. Wo ist meine Tasse? Ah, da hinten habe ich sie versteckt. So, nach dem zweiten Kaffee kommt bekanntlich der dritte Kaffee. Aber erstmal hier die Arbeit und dann das Vergnügen. Ah, Aro, sehr cool. Auch das ist möglich. Dank modernster Technik kann man meinen Stream auch auf der PlayStation gucken. Ich bedanke mich bei dir, Aro. So, jetzt haben wir hier eine. Also ich dachte, das wäre eine vorgewendete. Ja, ich dachte, jetzt haben wir einmal vorgewendet, aber nein, wir haben quasi eine. Ja, eine Bahn. Wir haben vier Bahnen in alle Himmelsrichtungen gezogen. Aber der gute Domi, der wird uns bestimmt gleich erklären, was wir wieder falsch gemacht haben. So, dann lassen wir mal den guten Herrn hier von der Erntehelferei ran. Oh, bitteschön, mein Bester. Und den lassen wir mal kurz wieder warm tuckern hier und dann schauen wir mal. So, da kommt natürlich wieder feinstes Raps drauf. Wie soll das auch anders sein? Ah, da schreibt der gute Dumi schon. Ah, ach so, du meinst nur oben und unten so eine Längsbahn quasi und dann der Rest gerade, also der Rest quasi, nee, ja doch, der Rest quasi quer und oben und unten längs. Oder man könnte auch einfach sagen, oben und unten von links nach rechts oder von rechts nach links und der rechts von oben nach unten. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Danke.
Dann habe ich quasi zu viel vorgewendet, also auch an den Seiten. Das wären dann genau die klassischen Bahnen. Ah, okay. So, wie sieht's hier aus? Platztechnisch, wenn wir da ganz leicht hinten ans Holz fahren, ist schon okay. Aber ich meine, die Dinger sehen jetzt auch nicht so super stabil aus. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da zu doll dagegen fährt, da könnte er schon was verbiegen. Wäre wahrscheinlich auch nicht so schlimm, aber bessere Wirkung erzielt es natürlich, wenn es nicht verbogen ist. Aber wenn man da mit Standgas oder weniger ein bisschen dagegen rollt, macht das bestimmt gar nichts. Muss ja nicht sein. So, da steht's gut. Hallo Dr. Tres oder Dr. Tres, grüß dich. Willkommen im Chat, willkommen auf Let's Play. Wie geht's, wie steht's? Alles klar, Domi, jetzt habe ich's verstanden. Ich bin halt manchmal etwas schwer vom Begriff, aber ich danke dir für deine Geduld und den Willen, mir das zu erklären. Okay, gut, das werden wir natürlich dann auf jeden Fall mal probieren, wenn es mal wieder soweit ist, in die Tat umzusetzen. Spätestens dann bei dem anderen Feld da oben und bei dem anderen Feld auch nochmal. Oh, nehmen wir doch mal kurz, da wollte ich hin. So, wie sieht's aus bei den Kühen? Sauberkeit 0. Gut, dann wissen wir direkt, was zu tun ist. Und, oh, hallo, Single Ladia, auch dir ein, oder Sing Ladia, wohl eher Sing Ladia. Ja, auch dir einen schönen Tag, danke für dein Follow. Willkommen hier auf Let's Play Boom Baby für dich, mein Freund, hier auf der PlayStation 4 Pro in Oberkrebach. Danke, dass du dabei bist, ich grüße dich. Ja, hi Dr. Dres, ich grüße dich. Schön, dass du dabei bist. Ah, okay, Tommy, dann habe ich ja, dann ist bei mir ja noch Hoffnung. Hui, da fühle ich mich ja gleich besser. Danke für die aufbauenden Worte deinerseits. So, jetzt habe ich natürlich schon wieder halb vergessen, was wir machen wollten. Sauberkeit, eins nach dem anderen. Also erstmal Sauberkeit. Nee, beziehungsweise, wir können ja in der Zwischenzeit hier schon mal frischen Weizen reinballern. Und dann uns um die Sauberkeit kümmern. Das ist doch mal effektives Arbeiten. Theoretisch zumindest. Genau so machen wir das auch. Maschine an, yo, und runter, yo, und Gas geben und Erntehelfer und Fendt. So, und da müssen wir auch noch. Ach, da laden wir direkt mal. Ne, das, oder? Also, wir stellen den zu den Hühnern, weil dann werden wir auf jeden Fall da noch mal ein paar Eierpaletten, wenn wir Zeit haben, draufladen. Ihr seht es ja, da ist schon ganz gut was am Start. Stimmt, ich wollte mir auch noch irgendwann einen kleinen Transporter kaufen, um dann halt sowas wie Eier und Co. Schön durch die Gegend zu fahren. Denn optimal ist das mit so einem Pritsche-Anhänger hier natürlich nicht. Besser wäre es mit einem Pickup oder einem kleinen Transportbus oder sowas. So, gut. So kann man stehen lassen. Und dann müssen wir die Schaufel dran machen und dann machen wir mal ein bisschen sauber. Ja, auch die Gabel hier hat schon bessere Zeiten gesehen. Schon auch schon gut abgenutzt. Sollte man vielleicht auch mal ein bisschen neue Farbe drauf machen. Ich meine ja nur. Zack, so, und da drüben die knallrote Schaufel auch am Start hier. Ja, und wo wir schon da sind, können wir auch gerade mal bei den Hühnern klar Schiff machen. Die freuen sich da bestimmt auch drüber.
Mal sehen, ob ich das so da reinkriege. Jo, das nenne ich Augenmaß. Okay, dann haben wir das auch. Super, mit einem Wisch ist wieder mal alles weg hier. Ah, hi Unitschlumpf, schön, dass du wieder da bist. Dann guten Appetit und ja, freue mich, dass es bei dir auch gleich losgeht. Die Arbeit erledigt sich nun mal nicht von selbst, mein guter Unitschlumpf. Schön, dass du so fleißig am Werkeln bist, obwohl Freitag ist. Das nenne ich doch vorbildlichen Arbeitseinsatz. So, ui, wir wollten ja eigentlich direkt zu den Kühen, aber was soll man sagen, ne? Die Schweine haben hier auch ordentlich eine Schweinerei gemacht. Boah, und wie dick. Guck mal, so hoch lag das hier, glaube ich, noch nie. Als ob die es gerade mit Absicht gemacht hätten, hey. Boah, da liegt ja fast mehr nebendran als in dem Trug hier. Nee, warte mal. Wie heißt der Fachausdruck? Das hat mir doch jemand Anfang der Woche gesagt. Esstisch oder so nennt man das. Schon wieder halb vergessen, aber ich glaube Esstisch. Vor dem Esstisch oder so. Aha, Futtertisch. Kann das sein, dass das Futtertisch heißt? Futtertisch, ja, das könnte sein. Ja, vor dem Futtertisch, meine Freunde. Ja, da rechts ist schon wieder das nächste rausgefallen. Tja, die möchten mich hier echt ärgern, die Schweine. Ah, Futtertrog. Ja, mir hat nur irgendeiner gesagt, Thomas, das wird man irgendwie anders nennen. Okay, Leute, dann. Ich hab's ja auch so genannt vorher. Nur mir hat irgendwann Anfang der Woche einer gesagt, das nennt man Bla und Plupp. Muss ich vielleicht mal auf YouTube im Video nachschauen, aber gut. Wenn ihr auch Futtertrog sagt, dann nenne ich das auch einfach mal so. Ist ja auch, denke ich mal, klar, was da gemeint ist, auch wenn es vielleicht jetzt nicht der perfekte Fachausdruck ist. Und hier, ja, im Vergleich zu den Schweinen liegt hier echt recht weniger, so muss man sagen, sehr sozial, diese Kühe sehr gut erzogen. Die haben noch Essmanieren. So.
Oh, sehr schön. Einem SUV bastelst du rum, Thomas. Gefällt mir. Ich mag ja SUVs. Hi, Sebi-Gamer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die gute alte 8 auch noch im Namen geparkt. Ich danke dir für dein Follow. Heiß dich hier herzlich willkommen auf Let's J Boom Baby für dich, mein Freund. Danke fürs Zuschauen, für die Unterstützung, für den Support. Ich hoffe, alles klar bei dir und kann nur sagen, thank you, my friend, and welcome. Okay, so, jetzt haben wir das schon mal. Oh, und seht da, Produktivität, boom, geht wieder hart nach oben. Tja, Wasser und Stroh, das alte Problem hier. Und natürlich geht denen auch das Futter aus. Wie soll das auch anders sein? Oh je. Ja, nicht jeder mag SUVs. Ich weiß, die Unit Schlumpf. Ich mag sie. Ja, Mischration, Domi, da muss ich erstmal ein bisschen Geld für kriegen, damit wir uns so einen Mixer holen können. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Jetzt nicht verzetteln, Jay, nicht verzetteln. Genau, ein bisschen Stroh noch. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch ein bisschen Stroh reinstreuen. Nicht wahr, meine lieben Kühe? Ah, Moment, wie viel Milch haben die eigentlich schon am Start? 9000, ja, das könnte man natürlich auch noch zu Geld machen. Da sage ich nichts, da hätte ich nichts dagegen. Zack. Oh, wieder nichts drin hier. Nichts drin. Wie gut, dass wir eine mitgelieferte Gabel haben. So, denn ja, wie immer, dann hänge ich da irgendwie so halb in der Maschine drin. So. So. Welcher war denn das? War das der? Nee. Der erste, genau. Oh, der sitzt ja wie angegossen hier. Den haben wir richtig schön da reingeschoben. Aber jetzt wieder hier das Problem, wieder die Gabel da richtig reinkriegen. Ja, da fail ich irgendwie immer. Bisschen höher noch, glaube ich. Von der Richtung und so müsste ja eigentlich passen. Jo, zack. Okay, so, dann würde ich sagen, einmal Strohkraft voraus. War doch irgendwo hier, wenn mich da nicht alles täuscht. Hier, ja, genau. Einmal hoch und, ui, ganz schön schwer das Teil. Boom. Bitteschön. So, dann schaue ich in den Chat rein. Ja, Unit Schlumpf ist ja bekannt, dass viele Leute sich ein SUV holen, die nicht brauchen, einfach nur weil sie den genau wie ich schön finden und dass dann natürlich die Straßen ein bisschen verstopfter sind und die Emissionswerte ein bisschen schlechter sind und so. Klar, das ist ein bekannter Kritikpunkt, aber was soll ich sagen? Mir gefallen SUVs, ob man die jetzt braucht oder nicht, ich finde sie nice. Oh, Henrik, und wie ich dir das glaube, ich werde uns jetzt gleich mal ein frisches Käffchen machen. So, wie sieht's hier aus? Stroh sieht gut aus, aber bei den Schweinen bestimmt auch Strohmangel. Ja, wer hat das gedacht?
Also direkt nochmal eine Ladung Stroh an die Schweine gegeben. So, wie sieht es eigentlich bei meinen Erntehelfern aus? Wie sieht es bei dem anderen aus? Tatsächlich sind die noch gar nicht fertig. Okay, cool. So. Ein bisschen runter. Oh, uiuiui, das war, was war denn das für eine Action-Einlage hier? So. Passt das hier rechts mit dem Spiegel? Ja, solange ich da jetzt nicht weiter reinfahre, geht's. Eieieiei, das geht ja mal gar nicht. Mann, 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 was habe ich denn da wieder? Wieso habe ich denn da so aufs Gas getreten? Das können wir besser. Alter, was glitscht denn da so komisch rum jetzt? So, jetzt endlich. Mann, ganz schön zickig das Teil. So, wird es denn heute passen? Ja, wenigstens das hat mal geklappt. Ja, wenn das eine nicht klappt, klappt das andere und umgekehrt, nicht wahr? Können man zumindest meinen. So, ach so, nee, da wollen wir ja gar nicht hin. Ha, wir wollen ja zu den Schweinen. Richtig. So ganz professionell fahren wir ja rückwärts runter. Ist das hier auch hoch genug? Ja, passt. Hallo Schweine. So, wo war das da hinten? Na, da werden die sich aber freuen. Oh, wie sich hier der Mist stapelt. Und ich will gar nicht wissen, wie viel Gülle wir auch wieder mittlerweile haben. Oh yeah. Oh, Moment mal. Wo ist denn der Strohballen? Ah gut, der wurde wohl schon verarbeitet. Coffee Break, bin ich dafür? Coole Sache, Unit Schlumpf. Ja, im Gelände, Unit Schlumpf. Ja, gut. Ich glaube, die wenigsten fahren hier ein SUV im Gelände. Die denken sich, ach, der schöne Lack und hier. Aber ja. Kann man natürlich auch machen. Ja, Kaffeepause bin ich auf jeden Fall auch dafür. So, dann machen wir hier noch. Machen wir noch kurz die Schweinearbeit und dann schauen wir ganz kurz mal, wie sieht es jetzt bei den Schweinen aus. Oh, Wasser brauchen die auch. Oh, was? Keine. Was? Kein Stroh? Ist das denn ernst? Muss er da noch eine Runde drehen? Noch eine? Kommt schon, Leute. Doch. Noch eine. Okay, ja, gut. Dann noch eine Runde Stroh. Was soll man machen? Verdammt, ich hätte auch gern so einen leckeren Kaffee. Oh, das wäre das reinste Paradies. Na gut. So, dann noch eine Runde Stroh. Und dann gibt es eine kleine Kaffeepause. So,
So, hier aufpassen, ne? Nicht, dass man da am Boden rumkratzt, wobei so ein bisschen hat noch nie geschadet, aber nicht, dass da noch was kaputt geht. Naja, okay, Leute, dann gibt es halt hier noch eine kleine extra Ladung Stroh. Die Schweine haben gesprochen. Oh, wird durch ein Objekt blockiert. Ja, der Newbie Driver hier. Ja, und wie er dadurch ein Objekt blockiert wird. Aber er hat doch eigentlich alles gepflügt, oder? Sieht doch gut aus. Kann ich jetzt nicht sagen. Also kann ich mich jetzt eigentlich gar nicht beschweren. Da hinten sieht alles ordentlich aus. Gute Arbeit. Na gut, lassen wir den erstmal stehen hier. Ja, der ist auch gleich fertig. Und ja, machen wir jetzt mal hier unsere Stroharbeit. Damit wir auch mal endlich den nächsten Kaffee kriegen, meine Freunde. Oh yeah. Tja, das war ein Stück zu weit. Das sieht gut aus. Langsam in die Fügung hinabgeben. Und dann wieder schön hier runter machen. Ja, nicht zu weit runter, nicht zu weit hoch. Stehen wir auch nicht super gut da. So ist wahrscheinlich etwas schöner. So, und jetzt schauen wir mal. Oh, da kommen wir ja rein. Richtig gut kommen wir da rein. So, dann fahren wir hier zurück. Oh, was gibt's Neues im Chat? Hallo Felix Farmer. Grüß dich, willkommen hier auf Let's J. Und Obergräbach finde ich gut. Wie findest du denn Obergräbach, wenn ich mal so fragen darf? Ich hoffe auch gut. Aber ich weiß es nicht. Deswegen würde mich deine Meinung auch einmal interessieren. So, fahren wir hier erstmal rückwärts, ganz gechillt runter. Die Zeit haben wir jetzt auch noch. Auch wenn ich schon gedanklich bei der nächsten Tasse Kaffee bin. Oh yes, oh yes. Denn Kaffee ist das halbe Leben. Haha, Domi, das wird wirklich jede Woche gefragt. Und ich sag dann einfach, was denkst du denn, wie alt ich bin? Also jetzt wirklich, ich übertreibe nicht. Es wird jede Woche gefragt, da könnt ihr Geld drauf wetten. Oh, was ist denn jetzt hier schon? Hä? Hallo? Null? Hat er das jetzt direkt da reingetriggert? Ich glaube schon, ich hoffe es. Okay, jetzt, nee. Achtung. Wo ist das Stroh? So, ich hab. Ist das mit diesen komischen Strohbugs hatte ich schon ein, zwei Mal hier auf der Map. Ich weiß halt jetzt nicht, hat er genug Stroh oder nicht? Ja, okay, dann. Ha, dann, ja, keine Ahnung. Ist es jetzt mehr Stroh geworden? Ich glaube, es ist mehr Stroh geworden. Die brauchen halt einfach viel Stroh. Die haben 18.000, da sind die voll. Die haben 14.000. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann ist immer noch nicht ganz voll das Doppelte. Also ja, also das passt schon ungefähr. So. Ja, okay, gut. Ja, dann hat er das halt, da musste ich das jetzt gar nicht reinsprayen. Dann hat er hier auf der Ecke bei dem Trigger das jetzt einfach 100% übernommen. Gut, denken wir uns einfach, wir haben es da reingesprayt. Okay.
So, dann haben die erstmal Stroh, aber wir stellen gerade fest, die Schweine brauchen auch deutlich mehr Stroh. Alles klar, auch das merke ich mir. Wird halt demnächst dann auch mal Zeit für eine bessere Strohpresse. Und dann kann man den Schweinen auch richtig ihr Stroh geben. Mit der Anfängerpresse, wie ich sie gerne nenne hier, die New Holland, da wird es natürlich ab und zu etwas schwierig. Oder man muss halt sehr oft sehr viel Stroh für die guten Schweine klar machen. Naja, macht ja auch Spaß. Vertreibt die Langeweile und die Zeit geht rum, nicht wahr? Und die lieben Zuschauer haben auch was zu sehen. Also eigentlich alles ganz nice. Ja, so wie es halt ist mit dem guten Farming Simulator. Der ist halt auch einfach nice. Was soll ich euch sagen, meine Freunde? So, zack, bumm. Dann würde ich sagen, schaufeln wieder dran. Beziehungsweise erstmal einen kleinen Kaufen-Break hier. Und dann schaue ich nochmal in den Chat rein. Da scheint ja auch gerade noch die ein oder andere Nachricht geschrieben worden zu sein. So, okay, dann ja, ausparken. Und dann stellen wir uns mal ganz kurz hier hin. Oh, vielleicht ein bisschen noch in den Schatten. So. Zack, Motor aus. Dann nochmal hier die Erntehelfer ankurbeln. Dann in den Chat gucken. Und dann gibt es hoffentlich einen neuen Kaffee. Aber ich sehe keinen Grund, warum es keinen neuen Kaffee geben sollte. Oh, das wird auch eine enge Kurve hier. Oh, da sind wir schon fast hinten am Limit. So, natürlich wieder falsch rum das Ding. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir den Erntehelfer hier mal direkt ran. Mal schauen. Eigentlich kann man ja schon sagen, macht der einen guten Job. So, ein bisschen hier selber noch das Ganze gerade rücken. So, und dann sage ich mal viel Spaß, Erntehelfer. So, dann dürft ihr dem Erntehelfer kurz zuschauen. Und bei mir gibt es einen Coffee Break, aber nochmal kurz lesen, was er geschrieben hat hier. ja, nette Schätzung auf jeden Fall, Leute. Sehr, sehr interessant. Ja, vielleicht arbeite ich ja auch gar nicht im Büro und gehe noch in die Schule, wer weiß. Danke, Henrik. Danke nochmal für die Unterstützung, für Discord und schön, dass du reingeschaut hast. Schlaf gut, bis später, mein Bester. Also, ich bin kurz Kaffee holen. Bis gleich, meine Freunde.
So, da bin ich schon wieder. Da muss ich direkt mal sagen, hallo und willkommen, Foxy Lady Fox. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen auf Let's Trade Boom Baby an dich, mein Freund. Sorry, ich wollte gerade Kaffee kochen, aber ich habe es nicht überlesen. Danke, danke für die Unterstützung. So, und dann schauen wir mal. Mau Mau, einen schönen guten Tag. Seral Craft. Achtmal Werbung. Ja, sorry, keine Ahnung. Wenn Twitch der Meinung ist, dann ist Twitch der Meinung. Hi Jan, grüß dich. Ja, wir sind wie immer am Zocken hier. Und was geht bei dir? Und ja, genau, Kaffeepause. Und Jan, wir hatten uns doch schon über die Thematik unterhalten mit dem Mitspielen. Kommt alles noch? Es wird dann ein extra Spielerprofil für Multiplayer geben und da kannst du dann natürlich auch mitspielen. Wir sind ja jetzt schon auf PlayStation befreundet, also ja, da werde ich dich dann auch informieren und einladen. Schön, dass du zuschaust. So, dann können wir hier auch direkt den Weizen drauf ballern und drauf buttern, gewissermaßen quasi beides. Und dann knuspern wir hier die erste Bahn leicht an. Aber ich habe da vollstes Vertrauen in unser Erntehelfer und wir sehen drüben war auch schon wieder Unkrautparty. Ja, okay, so, wir sind mit den Tieren noch lange nicht fertig. Jetzt gibt's erstmal Wasser for the lols. So, das wird auch interessant hier mit der Rangierkupplung und dem Wasseranhänger geht, aber sollte man schon vorsichtig fahren auf jeden Fall. Ja, und dann war da ja auch noch was mit den Eiern und dann mit dem Unkraut. Ja, genau. Hallo Chloe69. Auch dir einen schönen guten Tag. Danke für dein Follow. Willkommen hier auf Let's Jay Boom Baby. An dich, mein Freund. Schönen Friday und keep on trekking und farming. So, wie immer, natürlich leer. Wie sollte es auch anders sein? Ja, ist auch nicht der größte Behälter, aber passt schon. Ja, und Vollgas voraus. Ja, Mu macht die Kuh richtig. So, ich überlege gerade, hatten wir hier auf Obergräbach auch schon Striegel? Nein, oder? In Ravenport haben wir einen Striegel, aber auf Obergräbach haben wir, glaube ich, noch keinen Striegel. Sollten wir aber haben. Werden wir auch irgendwann noch holen. War ja die gute Empfehlung hier von unserem Unit-Schlumpf, dem alten Pharma-Experten. Experten. So, da müssen wir jetzt hier schön vorsichtig rückwärts ranfahren und schön Wasser tanken. Der gute Silla hat uns neulich erklärt, in Österreich ist es verboten. Das kostet Geld, wenn man da Teich- und Flusswasser nimmt, weil das quasi Tierquälerei wäre, weil das ja kein reines Wasser ist. Wahrscheinlich ist das, er sagte, wahrscheinlich ist das eine EU-Verordnung, also wird es wohl in Deutschland auch nicht anders sein. Kann mir ja mal einer von euch echten Landwirten da draußen, die auch mit Tierhaltung zu tun haben und wahrscheinlich auch wissen, wie das ist, gerne was zu in den Chat schreiben. Fakt ist, wo kein Richter, da kein Henker. Hahaha, sag ich mal so. So geht's hier zu auf Obergräbach bei uns hier auf Let's Jay. So, da ist das Ding voll. Dann können wir den Schlauch einpacken und dann fahren wir hier vorsichtig wieder raus. Aber sowas von. So, erst die Kühe und dann garantiert auch die Schweine. Da muss ich gar nicht nachschauen. Ich gucke zwar trotzdem, aber da ist ja offensichtlich, dass die auch Wasser brauchen. So, kann man den Wasser geben auf der anderen Seite? Ja, dann machen wir das mal. Klar, Unit Schlumpf, machst du doch immer. Danke nochmal dafür. Ich wünsche dir einen schönen Tag und viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Farming, kann ich da nur sagen. Also danke und vielleicht bis später, Unit Schlumpf. Mach's gut.
So, wie lange machen wir hier eigentlich noch, meine Freunde? Was haben wir jetzt kurz nach, ja, gleich schon wieder 2:30. Ja, ich sag mal, spätestens 3 hau ich dann auch langsam ab. Will ja noch ein bisschen was für YouTube aufnehmen und habe ja noch ein paar andere Sachen vor heute. Habe ich euch ja heute Morgen schon aufgezählt, was ich heute wieder alles machen will und so weiter. Und ich denke, wenn wir dann bis 15 Uhr auf Sendung sind, das ist doch ganz in Ordnung, oder? Dann könnt ihr euch auch mal ein bisschen ausruhen und von dem harten Streaming hier erholen. Und vielleicht auch selber eine Runde Farming Simulator zocken, falls ihr das nicht ohnehin schon tut. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, bis dann, Junge Schlumpf. Hallo Fan Farmers, wie geht's, wie steht's? Schön, dass du reinschaust, alles klar bei dir. Wie läuft dein Fan? Okay, Wasser ist drin. Ja, fast voll. Und hier, ja, tatsächlich noch mehr Wasser, als ich dachte bei den Schweinen. Aber es hilft natürlich alles nichts. Wir müssen Wasser tanken. Ja, Fendt, so muss es sein. Du hast Fendt und ich hab Fendt. Also könnten wir uns quasi die Fendt-Freunde nennen. Ah, der Julian, cool. Ja, willkommen zurück, mein Bester. Was gibt's Neues bei dir? Warst du die Woche auch ordentlich auf der Farm unterwegs? Schön, dass du wieder reinschaust. Genau, wir können uns die Fans reichen. Ja, sehr schön. So muss es sein. Immer schön farmen, immer schön aktiv sein, immer schön hart arbeiten. So gefällt uns das natürlich. Und was ist fürs Wochenende geplant? Wahrscheinlich auch eine Menge Landwirtschaftssimulator. Stimmt's oder habe ich recht? Felix Farmer, die Map heißt Obergräbach, kann man einfach im Mod-Hub downloaden. Gibt's, denke ich mal, auch für PC, aber auf jeden Fall, wie man hier unschwer erkennen kann, für die PlayStation. Aber ja, ich denke auch für den PC. Warum auch nicht? So, dann einmal hier Schlauch raus und reingesaugt das gute Wasser. Ja, und Mau, Mau, was treibst du Schönes am Wochenende? Kannst ja auch mal direkt sagen hier. Und der gute Jan, der kann ja auch mal sagen, was er so geplant hat, wenn er möchte. Hui, heftig. Heftig, mein Fanfreund. 8 Stunden. So lange war ich, glaube ich, noch nie auf Sendung. Der Rekord muss irgendwo so knapp bei 6 Stunden liegen. Reicht aber auch schon. Ja, schön, dass du auch auf Obergräbach am Start warst und heute Abend dann 8 Stunden Dauerfeuer. Da werde ich vielleicht auch mal, wenn ich beim Abendbrot bin, eine Runde reinschauen bei dir. Warum auch nicht? So, das Wasser hier hinten, man sieht es ja schon, da ist ja schon eine ordentliche Pfütze hier. Ja, eigentlich können die sich nicht beschweren, so viel Wasser wie da schon wieder steht. Oh, da müsste ich noch ein bisschen näher ranfahren, glaube ich. Ja, noch ein Stückchen korrigieren und den Rückwärtsgang. Zack. Automatikgetriebe macht's möglich. Und dann stehen wir auch schon da. So, dann wieder einmal Wasserpower. Oh, Mau Mau, sehr schön, sehr vorbildlich, dass du schon Hausaufgaben machst. Und ja, den Hund von deiner Oma, ich hoffe ja mal, du magst Hunde und das ist bestimmt auch ein ganz lieber Wau Wau. Also coole Sache. Dann schon mal viel Spaß und lieben Gruß auch an deinen Hund. Ja, warum denn nicht, Fendt?
Ich würde mir gerne öfter Streams angucken von diversen Leuten, also die halt auch hier gerne bei mir dabei sind. Nur ist halt immer bei mir schwierig mit der Zeit. Wenn ich Freizeit habe, dann zu 90% nutze ich die im Moment, um selbst zu streamen. Und die anderen 10% gehen dann für YouTube-Videos drauf, die ich erstelle, oder um irgendwelche neu gekauften Simulatoren zu lernen und mich da langsam einzuspielen, um dann halt in Zukunft diese zu streamen oder für diese YouTube-Videos zu erstellen. Und ja, dann ist die Zeit auch schon rum, aber hin und wieder klappt's auch mal. Also ich werde mir das auf jeden Fall merken. Und wenn ich heute Abend dann, wie gesagt, Zeit habe, dann schaue ich rein. Ja. Ich freue mich da natürlich gleichermaßen drüber. So. Manchmal gucke ich auch kurz irgendwie, ohne dass ich eingeloggt bin bei dem einen oder anderen hier rein, wenn ich halt gerade quasi auf der Reise bin. Also, ja. Auch beim guten Ferrari Boy zum Beispiel oder bei Mirko oder beim Bond habe ich schon des Öfteren mal reingeschaut, ohne dass die Jungs überhaupt wissen, dass ich da bin. Weil ich halt auch kaum Zeit habe, dann noch aktiv irgendwie dran teilzunehmen. Aber zumindest mal reingeschaut. Könnt ihr übrigens auch mal machen. Und bei all den anderen Jungs hier, die auch streamen, freuen sich natürlich immer, wenn man da mal reinschaut. So, gut, dann haben wir das. Dann schauen wir noch mal ganz kurz nach. Das sieht schon mal gut aus, bis auf Gras. Okay, müssen wir auch noch mal machen. Und hier sieht's ja bis auf Stroh und Dings auch ganz gut aus. Wobei das Stroh ist halt schon ja wieder strohmäßig grenzwertig. So, wie sieht die Milch aus? Milch ist ja auch okay. Ja, gut dann die Qual der Wahl, sag ich mal. Ja, okay, dann bringen wir erstmal die Schaufel zurück. Oh, Moment. Ach doch, wir haben welche Anhänger, logisch. Aber erstmal, ja, erstmal jetzt, ja. Also ich würde sagen, für den Augenblick ist es okay, was die Schweine und Kühe angeht. Gras mähen könnte. Ja, da wären wir dann heute in der Folge wieder nicht fertig. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Hoffentlich habe ich das bis zur nächsten Folge nicht schon wieder vergessen. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt noch ein bisschen ums gute alte Unkraut. Wenn da noch was in der Spritze drin ist, das ist natürlich die nächste Frage. Zack. So, nochmal schauen, was im Chat abgeht. "24 Stunden, 7 Tage die Woche, immer produktiv, so muss es sein, Fanfarmer." Oh, ein neuer PlayStation-Follower. "Hallo, Torta Prinato, danke für dein PlayStation-Network-Follow direkt über die PlayStation. Auch an dich einen schönen guten Tag. Willkommen hier auf Let's Chat. Boom, Baby, mein Freund. Danke für die Unterstützung." Klar, kein Problem, ich bedanke mich, Fendt, und da gebe ich dir natürlich recht. Immer gut, wenn man Leute hat, die sich gegenseitig unterstützen und auch dankbar Zuschauer annehmen und was zurückgeben. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch dankbar über Zuschauer, die mir was zurückgeben. Und jetzt sage ich mal direkt danke, Fendt Pharma, für dein Hosting. Ich freue mich sehr und dann wünsche ich dir noch viel Spaß im Garten und vielleicht bis später in deinem Stream und danke und schönen Tag schon mal. Fendt an die Macht, ist ja klar. Hey, Thomas, willkommen zurück. Na, hast du den SUV mittlerweile klein gekriegt?
Oh, wir haben hier gar nichts frei für die Feldspritze, sehe ich. Wir haben ja hier voll alles im Einsatz. Da müssen wir das uns nochmal aus erster Hand hier anschauen. Ah, der ist im Einsatz. Der ist auch im Einsatz. Oh, da hat er was stehen lassen. Ja, okay, dann. Was soll man sagen, ne? Wir brauchen einen neuen Traktor, würde ich fast behaupten. Ach, ich weiß, was wir machen. Ha! Eier stapeln. Eine undankbare Aufgabe, aber irgendjemand muss sie ja tun. Und immerhin kriegt man ja auch Geld dafür, nicht wahr, meine lieben Chicken? Ja. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle. So, dann, wie nimmt man das nochmal? Ups. Nicht die richtige Taste. Ups. Nein. Was? Nein, nicht die richtige Taste. Oh, da ist jetzt ja, habe ich jetzt gerade Rührei draus gemacht aus den Eiern. So, und jetzt, oder? Ja, okay, so. Learning by doing. Wenn man das halt nur alle 14 Tage macht, kann man da schon mal die eine oder andere Taste vergessen. Oder, ja, ich meine, links oben steht's, aber ach, Lesen wird überbewertet. Ich soll vielleicht auch nicht direkt über die Kartons drüber stiefeln mit meinen Arbeitsschuhen. Auch nicht so die brainmäßige Superaktion hier. So. Ja, ich weiß, es sieht sehr schön gestapelt aus. So macht man das. Das ist fachmännisches Eierstacken. Okay, der liegt da noch gut drauf. Der nächste, bitte. Thomas, gibt es schon Neuigkeiten zum Thema ProMods ATS? Gibt es da vielleicht mittlerweile ein Release-Datum? Hast du da mal irgendwas gehört? Zack. Und wieder einer. Und wie sieht's hier aus? Gut sieht's da aus. So, bloß kein Platz verschwenden, ne? Jan, ja, mit einem Mod. Ich habe einen Mod installiert, da kann ich kann ich so ein Honighaus bauen. Da fliegen Bienen rein, raus und produzieren Honig, mal mehr, mal weniger. Und wenn du dann schlafen gehst, wird's dann quasi über Nacht verkauft an den Endverbraucher und der freut sich und bedankt sich mit dem ein oder anderen Groschen bei dir für deine Mühe. Okay, ich rechne aber fest damit, Thomas, dass das bald released wird. Wie gesagt, wenn die jetzt schon YouTuber das spielen lassen, um die Leute anzuteasern, dann kann es eigentlich nicht mehr lange dauern, bis es rauskommt. Oh Mann, cool. Und das ist ja wohl, muss man dazu sagen, das ist ja erst der Anfang. Das wird ja genau wie der ProMods für ETS alle paar Monate geupdatet und vergrößert. Also nice, nice. Ja, und da wurde ja auch schon die nächste Map direkt für den ATS auch angeteasert. Wyoming. Obwohl jetzt erst Colorado rauskommt und wir haben ja jetzt auch seit neuestem erst Idaho, also doppeltes Vergnügen. Und wie gesagt, ich bin dann, nachdem ich da gestern in ATS auf SimJay diese Lieferung am Denver Flughafen gemacht habe, bin ich gestern Abend in X-Plane auch nochmal einen Cargo Run geflogen nach Denver Airport in Colorado, um dann auch nochmal direkt mit dem Flugzeug da an den Denver Airport zu fliegen und da schön Cargo abzuladen. Werde ich nachher auf SimJay auf YouTube hochladen. Wer Interesse hat, guckt sich das an. Oh, da ist schon das nächste Paket fertig. Zack. Na? Ja, immer schön liegen bleiben. Immer schön liegen bleiben. Na, wie macht das Chicken? Na, wie macht das Chicken? Ah. Mist. Da hat er mich auflaufen lassen, der Mr. Chicken. Mrs. Chicken wohl eher. So, okay. Dann haben wir das.
So, jetzt ganz, ganz, ganz mit möglichst wenig Spannung hier ein paar Alibi-Spanngurte drum gemacht und hoffen, dass die Polizei nicht genau hinschaut. Gut, so. Ich glaube, ich weiß noch ungefähr, wo wir Eier verkaufen. Vielleicht habe ich es auch schon wieder vergessen. Nee, ich glaube, ich weiß noch wo. Ziemlich um die Ecke hier. Also nicht weit weg, könnte man auch sagen. Also Jan, guck einfach mal in der PlayStation 4 im Mod-Hub und gib da bei Modsuche Bienen ein, dann findest du den Mod sofort, falls du auch Honig verkaufen möchtest. Ja, jetzt nur die Frage, wo genau geht's denn nochmal lang, Jay? Genau. Fahren wir ausnahmsweise mal hier durch die enge Ausfahrt da vorne auf die Hauptstraße. So, die Eier halten noch. Da bin ich aber gespannt, was es dafür gibt. Ich weiß so mega viel nicht, aber auch nicht so mega wenig. Müsste schon ein paar Euros geben. Ein paar Euro. Ja, und dann warten wir ganz brav. Hallo Tobias 113, grüß dich, willkommen auf SimJ. Boom Baby, an dich mein Freund. Vielen Dank für deinen Follow, den Support und die Unterstützung. Ich wünsche dir einen schönen Freitag. Danke, danke und hallo. So. So, dann blinken wir nochmal hier rein und passen auf, dass der Lastkraftwagen uns da von hinten nicht auf die Hörner nimmt. So, und dann fahren wir hier rein und ich hoffe, aber ich glaube schon, dass wir hier unsere leckeren Eier loswerden. Oder ich habe mich wieder total vertan. Auch eine Möglichkeit. Hallo Fuzzi, grüß dich, schön, dass du im Chat reinschaust. Wünsche dir ebenso einen schönen Friday. Wie geht's, wie steht's, was machst du Schönes? Das müsste doch eigentlich hier gewesen sein, Leute, oder? Habe ich da wieder hart gefailt? Wie ein Failmeister. Nein, es funktioniert. Cool. Ach, Moment mal, kann ich den nicht sogar abkippen? Ja, kann man den nicht auskippen? Eigentlich? Okay, also scheinbar nur, wenn die Bordwand dran ist. Okay, na dann halt so. Kein Problem, kein Problem. So ein bisschen körperliche Betätigung, das schadet uns nicht. Ja, und das Geld kommt trotzdem aufs Konto. So what, kann ich da nur sagen. Ja. Kann ich sagen, muss ich nicht, aber kann ich sagen. So, zack. Cool. Und nochmal. Hallo, Korvax. Belays 2000, auch dir einen schönen guten Tag. Danke für dein Follow. Willkommen auf SimJ. Ach, Entschuldigung, nein. Willkommen auf Let's J. Boom Baby und danke für die Unterstützung, mein Bester. Und ich hoffe auch bei dir ist alles gut. Vielleicht hast du ja auch Kaffee und Eier am Start.
Und falls nicht, zumindest gute Laune und jede Menge Farming Simulator Action. Ah, du lädst Mods auf deinen Servern. Ja, das ist doch nicht verkehrt, Fuzzi. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß dafür und kannst ja mal sagen, was das für Mods sind. Und natürlich hoffe ich, es wird nicht zu lange dauern. Ja, und hoffe mal, dass du dann im Anschluss aller Wahrscheinlichkeit nach im Multiplayer, wenn es ein Server ist, mit deiner Gruppe, mit deinen Freunden, mit deinen Erntehelfern, Arbeitskollegen und vielleicht sogar Vorgesetzten auf die Piste gehst. Und wenn ich sage Piste, meine ich natürlich den heimischen Hof. So, und der nächste. So, was sagt die Uhrzeit? Ja, ich sag mal noch dicke 20 Minuten haben wir. Ist ja auch noch etwas Kaffee in der Tasse. Ja, und sieh da, fast hoch auf die 20.000. Wenn die zwei Rabauken sich hier auch noch mal entscheiden, ja, sich verkaufen zu lassen. Nee. Cool, schön unter den Anhänger. Oh, das war doch hier ein Special Move vom Feinsten. Hallo Kuschbua, auch dir einen schönen guten Tag. Willkommen auf Let's J Boom Baby für dich, mein Freund. Und auch dir wünsche ich einen wunderschönen Friday, ein gutes Wochenende, einen schönen Start ins Wochenende, ertragreiche Feldfrüchte und Farming Action, erntereife Felder, knackige Tomaten, saftige Bananen und alles, was dazu gehört. Danke für dein Follow. So, fahren wir hier mal vorsichtig raus, ne? Sonst hat sich das gleich mit den Eiern. Aber so wie ich die da durch die Gegend schleuder, hat sich's wahrscheinlich eh erledigt. Na, hoffentlich hat das keiner gesehen. So, dann hier nochmal so einen richtigen Basketball-Move. Oh yeah. Ich würde sagen, das gibt 3 Punkte. So, auf der einen Seite rein, auf der anderen raus. Warum auch nicht? Oh, Verkehrsstau hier. Was ist da los? Oh, die bleiben. Ah, wegen dem Erntehelfer. Ah, das ist aber nett, dass die hier alle warten. So, hoffentlich kriegen wir da die Kurve. Oh, vorne ein bisschen aufpassen, na, mit dem Frontlader und so. Ah, zum Glück ist hier keine Ecke, sondern nur ein bisschen Gebüsch. Wenn wir da ein bisschen lange streifen, das ist nicht so schlimm. So, Mission accomplished, Kurve geschafft und jetzt hier links reingeblinkt. Und ihr wisst, das ist auch so eine von meinen Lieblingskurven hier. Mit einem kleinen Zug geht's noch, aber boah, man muss schon aufpassen, ist schon eng. So, hier rechts da diese Poller und links direkt noch das Verkehrsschild. Das ist kein Spaß, meine Freunde, das kann ich euch sagen. So, gut, dann hier nach rechts. Auch das haben wir grandios gemeistert. Ich will mich nicht zu sehr loben, aber das war ja wohl einfach gigantisch gut, wie ich da rechts einfach mal abgebogen bin. Das soll mir erstmal einer nachmachen. Nein, Spaß. Das war was Alltägliches und wirklich nichts, was man lobend erwähnen sollte. Aber ja, ihr wisst, ich bin für den einen oder anderen Spaß zu haben. So, dann parken wir hier mal fröhlich. Ah, die Sonne geht schon leicht unter hier im schönen Oberkrebach. So, kann man stehen lassen. Irgendwas war auch gerade noch mit den Erntehelfern, die sind wahrscheinlich auch fertig. Wenn da eine nicht bei dem Verkehr da hängen geblieben ist, ist natürlich eine trickige Stelle. Da mache ich ihm auch keinen Vorwurf, wenn der gute Erntehelfer das nicht perfekt umsetzt.
Stehen wir ein bisschen weit in der Mitte, kommen wir ein bisschen rechts rüber. Ah, wir müssen ja hier keinen Platz verschwenden. So einen großen Hof haben wir hier auch nicht. So. Und dann noch ein Stückchen Kaffee und dann schaue ich noch mal in den Chat rein hier. 215 Mods. Oh, er startet ein neues Mod, neues Projekt und du bist der Boss-Fuzzi. Ja, das ist doch gut. Hallo Tobias 113, schön, dass du auch im Chat reinkommst. Dann sage ich nochmal direkt Danke und Hallo für dein Follow und Hallo auf SimJay und auch, ach Entschuldigung, Let'sJay natürlich. Und Hallo Kuschbua, auch dir danke ich für dein Follow und sag Hallo, schön, dass du im Chat reinkommst. Du heißt Erdick Krone 112. Ja, Tobias, ich werde dich adden. Gerne doch. Danke fürs Angebot. Und Kuschspur, warum PS? Kann ich dir erzählen? Moment, lass mich gerade ein Schlückchen Kaffee trinken. Gut. Bei den Reifen, Ferrari Boy. Ja, dann check auf jeden Fall mal die nötige Profiltiefe von 1,6 mm. Also Kuschbur, ich spiele auf meinem anderen Twitch-Account auf SimJay die PC-Version, habe aber auch seit letztem Jahr Weihnachten eine PlayStation 4 Pro bekommen und die möchte ich natürlich nutzen und habe deswegen hier noch einen Let'sJay-Account gemacht und habe also auch hier für die PlayStation 4 Pro den Landwirtschaftssimulator. Und so hält sich das in der Balance. Auf SimJay gibt es den Landwirtschaftssimulator auf PC und hier auf Let'sJay gibt es unter anderem den Farming Simulator 19 auf der PlayStation 4 Pro. Da ich finde, auch auf der Konsole gibt er einen guten, macht er, ja, gibt er eine gute Figur ab und da es ja auch nicht wenig Leute gibt, die auf der Konsole, vor allem auf der PlayStation zocken, macht das Sinn. Da möchte ich natürlich auch die Leute ansprechen und denen quasi Motivation bieten, weiter auf der Konsole zu spielen. Und für alle anderen gibt es dann halt meinen SimJay-Kanal mit der PC-Version. Da geht es übrigens auch, wo wir gerade dabei sind, morgen weiter. Morgen früh auf Ravenport und dann morgen Abend auf Elengrad. Das neue Alpine-DLC. Da freue ich mich natürlich auch schon drauf. Ja. Und, ja, aber auch hier auf Let'sJay sollt ihr alle nicht zu kurz kommen. Also danke auf jeden Fall fürs Followen, fürs Zuschauen, fürs Vorbeischauen und so weiter. Gut, so, was haben wir hier vorne? Auch wieder fertig. Finde ich super. Krass, jetzt gucke ich schon wieder auf die Uhrzeit und dachte, Mist, jetzt ist bestimmt schon 15 Uhr, aber nein. Als ob die Uhrzeit stehen geblieben wäre. Es sind noch ein paar Minuten. So, ja, es wächst wieder viel zu schnell. Wie sieht das hier mit dem Kollegen aus? Ups. Naja, okay, da kann man, nee, da kann man sich drüber streiten. Das müssen wir gleich nochmal machen. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir ihn hier schon mal. Ja, eigentlich könnte er auch mit dem Rapsfeld hier direkt anfangen. Nee, das Rapsfeld machen wir am Ende. Ordnung muss sein, meine Freunde. Der fängt jetzt hier an mit dem Weizen. Und wir flügen dann einfach mal in der Zwischenzeit, bis der hier durch ist, sind wir hier garantiert auch mit dem Flügen durch. Ich meine, bis der hier durch. Ja, nee, doch, passt alles gut. Da sind wir mit dem Flügen durch, so ist das. So, können wir aber auch mal langsam das Licht einschalten. Ah ja, gut, ich kann es verstehen. Es ist, wie gesagt, nicht so easy hier. Uiuiuiui. So, kommen wir da hinten durch? Ja. Wie ein Lurch kommen wir da durch. So, dann fahren wir jetzt hier einfach erstmal seitlich. Und dann da oben auch nochmal. So, gut, die Straße ist frei, das ist gut. Zumindest teilweise frei. So, volle Flugkraft voraus, wie ich ganz gerne mal zu sagen pflege.
Ja, wenn da ein, zwei Stellen übrig bleiben, auch nicht so schlimm, aber so diese groben Dinger hier, die kann man natürlich schon etwas ausmerzen. Vielleicht sollte ich mir dann noch einen kleinen Flug holen für so kosmetische Feinarbeiten auf Feldern, wo man nicht so mit so einem großen Lemke hier rumfahren kann, ganz gut. Und natürlich hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht die frische Saat kicken. So, also bis hierhin und nicht weiter. So, auch wenn wir hier jetzt drüber fahren, so vorsichtig wie möglich. Okay. Ja, ansonsten ist ja hier eigentlich alles schon ganz gut. Können wir den noch mal umdrehen? Ja, würde ich fast sagen, fahren wir hier noch mal. Ja, erstmal hier so drüber, so da links, wie sieht's da aus? So krass, ja. In den Abendstunden auf auf Obergräbach scheinbar nichts los auf den Straßen. Das ist natürlich gut für uns. Umso leichteres Spiel haben wir hier. So, und dann hier nochmal schön rumgezogen. Ja, ich weiß, mit einem Flug aktiv im Bogen ist es nicht so gut, Kurven zu fahren. Da können die Scharen sich verbiegen. Aber wenn man das mal macht und nur so ein kurzes Stück, das macht schon nichts. So ein Flug, sage ich immer gern, der ist ja auch nicht aus Pappe. Ja, und zur Not kann man ihn ja immer noch reparieren. Kostet natürlich Geld, aber was kostet kein Geld heutzutage? So, und dann nochmal hier schön zurückgefahren und gerade nochmal das andere Stückchen da abgepflügt und dann haben wir es ja auch schon geschafft. Hallo, Try Kenzie oder Dr. Kenzie könnte das auch heißen. Ich grüße dich, danke für dein Follow, willkommen auf Let's J Boom Baby an dich, mein Freund. Schönen Freitag und schon mal Happy Weekend wünsche ich dir. Ich hoffe, bei dir ist alles klar und du genießt die Show. Danke fürs Einschalten und für deinen Support, für die Unterstützung. Thank you. So, wie gesagt, dann nochmal hier drüber. Gugu Beizat. Wie sieht es da drüben aus? Ja, komm, wir sind mal so frei. Noch haben wir die Zeit und das ist ja auch ein guter Lückenfüller bis 15 Uhr hier noch ein bisschen zu pflügen, meine Freunde. Kosmetisches Pflügen wohlgemerkt. Okay, dann packen wir mal hier den Flug ein. Wir müssen ja ohnehin noch auf das kleine Feld da auch noch fliegen. Aber ich erzähle euch da jetzt hoffentlich nichts Neues, wenn ich euch sage, das werden wir in der Folge nicht mehr schaffen. Wie gesagt, 15 Uhr
neigt sich diese Episode dem Ende entgegen und auch zu. Aber mal schauen, was da noch so geht. Heute und vor allem am Wochenende. Das Wochenende ist ja, wie ihr wisst, wieder vollgepackt mit Streaming-Action vom Feinsten. Natürlich eher auf meinem, also ihr müsst dazu, also für alle, die es jetzt interessiert, ich habe zwei Twitch-Kanäle, SimJay und Let'sJay, also SimJay.de und Let'sJay.de, das DE steht nur für Deutsch, das sollte ich vielleicht irgendwann, das werde ich irgendwann mal aus dem Namen streichen, das war so ursprünglich mein Gedanke, dass man weiß, ich bin deutscher Streamer, also eigentlich heißt mein Kanal hier Let'sJay und der andere SimJay, aber Let'sJay.de auf Twitch geschrieben und SimJay.de auf Twitch geschrieben. Auf jeden Fall, das streame ich am Wochenende. Morgens Ravenport, abends Ellenkrach, am Sonntag, Ellenkrad, am Sonntag auch morgens Ravenport, mittags Multiplayer auf Stangela Pacho und abends dann auch nochmal Ellenkrad. Und hier auf Let'sJay, für alle, die halt jetzt nur Let'sJay interessiert, da sehen wir uns dann erst am Montagmorgen wieder mit Oberkrebach und am Dienstagmorgen mit Oberkrebach und dann wahrscheinlich wieder am Freitag, also wie heute, auch am Morgen mit Oberkrebach. Yo, hallo, Eist80, grüß dich. Nein, ich kenne die Map ehrlich gesagt gar nicht. Ebersdorfer Heide klingt aber vom Namen her nice und leider kann ich dir da keine Information zu geben. Aber ich werde mir mal die Map anschauen. Die hört sich ja ganz interessant an. Kenne ich gar nicht. Ich nehme ja mal an, weil du wegen der PlayStation fragst, dann wird sie wahrscheinlich schon für PC geben. Stimmt's oder habe ich recht? Naja, auf jeden Fall, sorry, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht kann dir das einer der anderen Zuschauer beantworten, aber wollen wir mal einfach mal hoffen, dass das nicht mehr so lang dauert. So, den Flugshop mal hier in Position gestellt für die nächste Folge, dass wir hier direkt losfliegen können. Und ja, den Erntehelfer hier will ich jetzt eigentlich gar nicht unterbrechen, aber ja gut, 5 Minuten haben wir noch. Eigentlich könnte man dann ja auch nochmal ganz kurz anfangen zu pflügen, oder? Okay, also auf PC gibt's die schon. Ja, ich schaue sie mir mal an. Danke für die Info am Rande und ich hoffe, dir geht's gut, lieber Eistee. Und du wirst ja wahrscheinlich dieses Wochenende auch ordentlich Farming Simulator zocken, stimmt's? So. Naja, der Jay wieder findet kein Ende hier, aber 15 Uhr, Leute. 15 Uhr rum muss ich dann echt mal gehen. Sonst klappt heute gar nichts mehr. Aber war wieder sehr geil, also ich könnte auch noch bis, keine Ahnung, 17 Uhr streamen, aber ich habe halt noch andere Pläne heute. Ich will noch ein paar Simulatoren testen, will noch ein paar YouTube-Videos machen und habe auch noch im Real Life das ein oder andere zu tun. Man mag es kaum glauben. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. So, dann drehen wir den noch einmal. Ja, sehr schön, Eistee, freut mich. Bei mir ist auch alles gut. Ich freue mich, dass wir hier so schön heute am Zocken sind und waren und ihr alle gute Laune habt und dass das Wochenende vor der Tür steht und natürlich auch Weihnachten, denn bald ist der erste Advent und dann sind wir ja natürlich alle, wir sind ja schon im Weihnachtsfeeling, aber halt nur so am Rande. Und jetzt ab kommenden Sonntag ist hier quasi absolutes Weihnachtsfeeling und ja, ihr wisst's, in knapp 2 Wochen kommt dann auch Cyberpunk raus. Passt ja wunderbar in die Weihnachtszeit. Also ihr wisst ja, Weihnachts- und Winterzeit ist Zockerzeit. Ja, und auch wenn wir hier natürlich vermehrt Simulationen spielen, spiele ich natürlich auch gerne Singleplayer-Spiele. Und da gehört natürlich Cyberpunk mit dazu, das ist ja klar. Und ich denke, der ein oder andere von euch wird sich da auch drauf freuen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. So, drehen wir nochmal um. Aber wie auch immer, ich freue mich auch hart auf Simulatoren. Wie gesagt, wir haben ja so viel. Jetzt, wo ich ein bisschen Zeit die Woche hatte, habe ich ja wieder so viele neue Sachen hier angefangen und alte aufleben lassen. Und da ist ja noch lange nicht Schluss. Also allein, was die Simulatoren angeht, freu und deswegen gute Laune, Eistee. Und so zum Glück auch bei dir. Und auf welcher Map auch immer du am Wochenende spielst, ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Kannst ja gerne sagen, auf welcher Map du momentan so im
Farming Simulator 19 auf der PlayStation wohlgemerkt unterwegs bist. Oh, ich war hier gar nicht ganz rechts, das ist schlecht. Ein bisschen mehr rechts ist in dem Fall nicht verkehrt. So. Jo, genau so und nicht anders. Ah, du bist auch auf Ehrengrad, cool. Ja, nichts zu danken, ich habe zu danken. Und ja, das ist ja wunderbar. Und dann erzähl doch mal, wie gefällt dir Ehrengrad? Morgen Abend, so 20 Uhr rum auf meinem anderen Kanal SimTray, werde ich dann auch wieder auf Erlengrad vorbeischauen und ich freue mich schon richtig darauf. So, das etwas andere Vorwenden hier. Grüße an den Domi. Ah, da ist es schon wieder 19.02 Uhr und siehe da, es ist 15 Uhr im Real Life. Ja, sehr schön Eistee. Mir gefällt's auch. Und ich habe es ja gerade schon vorne weggenommen, dass ich mich darauf freue, morgen Abend weiterzuspielen. Natürlich freue ich mich auch morgen früh auf Ravenport, gar keine Frage. Und ja, schön, dass wir da einer Meinung sind, Eistee. Also dann wünsche ich dir maximalen Spaß für Ehrengrad heute Mittag und vielleicht ja auch heute Abend. Wann und wie lange du auch immer spielen magst. Ich hoffe doch eher lange als kurz. Und ja, hau rein. So, die eine Runde hier noch und dann ist Schluss, hey. Merci, merci, Eistee. Hallo, Pupeki14. Grüß dich, danke nochmal für dein Follow, bevor es hier zum Ende geht. Willkommen auf Let's Chat Boom Baby an dich, mein Freund. Keep on tracking and farming und schönes Wochenende und Happy Friday und umgekehrt und thank you für die Unterstützung, mein Bester. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. Hi there, I'm good, how are you doing? You don't speak German, do you? So, dann machen wir mal hier die harte Rangier-Action. So, was habe ich gerade noch gesagt? Die eine Runde. Jetzt mache ich hier noch das kleine Ding. Ach, es ist doch immer wieder dasselbe mit mir. Ich finde kein Ende. Irgendwann. Ja. Ja, keine Ahnung. Irgendwann. Irgendwann geht es nochmal schief, wollte ich eigentlich sagen. Irgendwann schaffe ich dann meine Termine nicht vor lauter Zocken. Das wäre natürlich nicht so gut. Aber gut. Ich habe alles im Griff, Leute. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich weiß schon, was ich tue. So, nicht, dass wir hier gegen den Zaun knallen, der da nicht vorhanden ist. Gut. Sehr gut, Thomas. Ich bin wie immer stolz auf dich. Daumen nach oben.
Siehst du mal, mit diesen ganzen Auto- und also mit diesen ganzen Mechanikersimulationen wollte ich mich ja auch nochmal anfreunden. Da hätten wir wieder ein paar Simulationen mehr. Ich hoffe mal, es ist nicht zu schwer. Ich habe ja, wie gesagt, also ich glaube, ich bin nicht der begabteste Mechaniker, aber interessieren tut es mich auf jeden Fall. Also Theorie und so kann man ja trotzdem lernen. Habe ich auch vor, bekanntermaßen. Ja, bin ich auch Autofreund. Nutzfahrzeug, aber auch. Und LKW, was ja auch ein Nutzfahrzeug ist, aber auch PKW-Freund. Irgendwann gibt es bestimmt auch mal einen Taxi-Driver-Simulator, einen richtig guten. Den müssen wir uns dann natürlich auch zulegen, ist ja klar. Alright, dann haben wir es. So, jetzt nur noch zusammenklappen. Ja, und dazu erstmal umdrehen. Der letzte Schluck Kaffee ist noch gar nicht der letzte. Oh. Ja, da war ich wieder fleißig. Vor lauter Arbeiten keine Zeit zum Kaffee trinken. Das kann es ja auch nicht sein. Okay, der arbeitet da hinten noch. Naja, den möchte ich nur ungern von der Arbeit abhalten, aber ach so, Moment halt, ja. Nicht nur umdrehen, Jay, auch zusammenklappen. Genau. So, jetzt. Ja, aber was muss, das muss, nicht wahr? Ich will nichts versprechen, aber vielleicht sieht man sich ja heute Abend nochmal on Stream. Aber wie gesagt, ich verspreche nichts, geht na nicht davon aus, ich gehe selber auch nicht davon aus. So, Achtung, Herr Erntehelfer, danke, dass Sie haben einen super Job hier geleistet. Und ja, gerne auch mehr, aber dann eher in der nächsten Folge. Ja, so. Aber es kann natürlich sein. Manchmal habe ich ja spontan noch Zeit und Lust und kann auch sein, dass wir dann hier auf Let's Jay heute Abend ein Ballerspiel spielen oder irgendwas. Noch ist Let's Jay ja ein Spiel, ein Channel für AAA, Story Games und so ein bisschen Farming Simulator, aber ich merke schon auch, der Let's Jay-Kanal hier schweift immer mehr in Richtung erwachsene, realistisch betrieben und gespielte Simulatoren ab. Und das ist auch gut so. Gibt ja genug andere Leute, die sich dann mit den neuesten Ballerspielen rumschlagen. Ich bin auch noch nicht sicher, ob ich Cyberpunk dann Let's Playe oder ob ich es einfach für mich spiele. Ja, ihr wisst ja, was mich immer stört, wenn ich AAA-Spiele spiele on Stream, was mir da nicht so gefällt. Thema Zuschauerverhalten und so, aber ja. Ist auch, ja, wie soll ich sagen? Ja, ist halt auch irgendwie normal. Und auf der anderen Seite ist es auch mal ganz angenehm, wenn man irgendwie so Story Games so für sich spielen kann. Ne? Da hat man keinen Stress, muss sich dauernd entertainen und kann sich dann auch mal zurücklehnen und auch mal ein bisschen lazy da rumeideln und den ein oder anderen Kaffee holen und die Story genießen. Aber mal schauen. Ja, es gibt ja ohnehin mehr als genug Leute, die dann Cyberpunk spielen. So, dann gehen wir mal hier schön in unsere Hütte, wobei das ist dann schon eher ein Haus und ja, also wenn halt, ich meine, SimJay ist ohnehin 100% Simulation und Let's Jay, wenn jetzt quasi Let's Jay auch immer mehr in Richtung Simulationschannel geht, ja, warum nicht? Dann kann man sagen, SimJay ist PC-Simulation, Let's Jay wird dann halt PlayStation 4 oder Konsolensimulation. Auch auf der Konsole gibt es immer mehr Sims. Also in dem Sinne, GG, meine Freunde. Danke fürs Zuschauen, fürs Followen, fürs Abonnieren, fürs Chatten, fürs Spaß haben.
War wie immer geil mit euch. Was soll ich auch anders sagen? So, dann gehe ich hier nochmal in den Twitch-Chat rein und wünsche euch einen schönen Freitag. Wenn ihr Bock habt, morgen auf SimJ und auch am Sonntag jede Menge Programm auf SimJ. Aber wenn ihr sagt, hey, was will ich mit SimJ? Ich bin hier auf Let'sJ. Kein Problem, dann merkt euch, nächste Woche, Montag, Dienstag geht es hier weiter mit Oberkrebach auf Let'sJ. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao.